Ja, guten Tag und herzlich willkommen. Ich freue mich, Sie alle begrüßen zu dürfen im Namen der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen. Mein Name ist Oliver Hasenkamp. Ich arbeite im Generalsekretariat der DGVN und habe die Freude, heute als Moderator ein wenig durch diese Veranstaltung zu führen und freue mich bereits auf die Diskussion. Als erstes freue ich mich jetzt aber für die Begrüßung noch an unser Vorstandsmitglied Caroline Marlok zu übergeben, die leider heute nicht live hier sein kann und deshalb ein Video vorbereitet hat. Und anschließend werden wir dann auch Herrn Dr. Christoph Schröder noch mit einer Begrüßung für CMS und einer Vorstellung des deutschen Lieferkettengesetzes hören. Ich freue mich auf die Veranstaltung und dann auch später auf den digitalen Austausch mit Ihnen. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, liebe Panelisten, herzlich willkommen zu unserer heutigen Veranstaltung. Im Namen der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen möchte ich Sie sehr herzlich begrüßen. Mein Name ist Caroline Marlok, ich bin Mitglied im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen. Da ich heute leider nicht persönlich dabei sein kann, möchte ich Sie zumindest auf diesem Wege kurz begrüßen. Das Lieferkettengesetz, Herausforderungen für die Wirtschaft, Chancen für eine nachhaltige Entwicklung. Das ist das Thema unserer heutigen Veranstaltung und ich freue mich sehr, dass wir diese gemeinsam mit der Kanzlei CMS Deutschland durchführen und möchte mich für die Kooperation sehr herzlich bedanken. Das Lieferkettengesetz wurde im vergangenen Jahr von Bundestag und Bundesrat verabschiedet und unterstreicht die Verantwortung deutscher Unternehmen, die Wahrung grundlegender Menschenrechte entlang der Produktionsprozesse weltweit sicherzustellen. An diese Thematik schließen sich natürlich einige Fragestellungen an, die Sie heute diskutieren werden. Unter anderem, wo ergeben sich für die Unternehmen Herausforderungen bei der Umsetzung des Lieferkettengesetzes? Oder aber braucht es zusätzlich zu einem deutschen Lieferkettengesetz noch eines auf europäischer Ebene? Bevor Sie starten, noch zwei Worte zu uns, zur Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen, DGVN. Die DGVN ist erster Ansprechpartner und Informationsvermittler zu allen UN-spezifischen Themen in Deutschland. Das heißt, wir informieren die interessierte Öffentlichkeit im Rahmen von Veranstaltungen, Ausstellungen, Studienreisen und geben alle 2 Monate die Zeitschrift Vereinte Nationen heraus. Weiterhin besteht die Möglichkeit, bei uns Mitglied zu werden und sich in einem unserer Arbeitskreise zu engagieren. Die DGVN berät weiterhin die Politik, ist in der Jugend- und Bildungsarbeit aktiv und Ziel ist es, insgesamt die UN-Politik aktiv mitzugestalten. Weiterhin können Sie unseren Newsletter abonnieren. Weitere Informationen dazu finden Sie auf unserer Website dgvn.de. Nun wünsche ich Ihnen allen eine interessante Veranstaltung, eine spannende Diskussion und sende Ihnen herzliche Grüße. Ja, vielen Dank an Herrn Hasenkamp und Frau Marlok. Herzlich willkommen auch von CMS-Seite. Ich bin Christoph Schröder, Rechtsanwalt bei CMS und berate täglich Unternehmen zum Lieferkettengesetz und werde in Kürze ein Buch dazu veröffentlichen, das ich mit meinem Kollegen Professor Martin Schulz geschrieben habe. Ich freue mich auf eine spannende Diskussion von verschiedener Seite. Einmal von der Unternehmensseite und dann aus dem Parlament und von der Zivilgesellschaft und habe nun die Aufgabe, ganz kurz in das Lieferkettengesetz einzuführen. Dazu werde ich mal eben meinen Bildschirm teilen. Und hoffe, dass alle jetzt die Bildschirmpräsentation vor sich haben. Das Lieferkettengesetz
war eines der umstrittensten Gesetze der vergangenen Legislaturperiode. Und einer der Kritikpunkte war, dass deutsche Unternehmen durch das Gesetz einen Wettbewerbsnachteil erfahren, weil es keine extraterritoriale Wirkung hat, also im Wesentlichen nur deutsche Unternehmen in die Pflicht nimmt und weil es in anderen Staaten noch keine ähnlichen Gesetze gibt. Das stimmt zunehmend nicht mehr, wie man an dieser Übersicht erkennen kann. Wir haben zum Beispiel in Frankreich und Norwegen bereits anwendbare Lieferkettengesetze. Wir kennen auf EU-Ebene die Holzhandelsverordnung und die Konfliktmineralienverordnung. Und in der Schweiz hat man inzwischen nach dem Scheitern der Konzernverantwortungsinitiative auch nachgezogen, zumindest in den Bereichen Konfliktmineralien und Kinderarbeit. Ich wandere noch mal ein Stück weiter nach rechts. In der Pipeline sind aber auch anderswo noch entsprechende Entwürfe für Regelungen zu Menschenrechten und umweltbezogenen Aspekten in Lieferketten. Allen voran das UN-Übereinkommen, das jetzt in der vergangenen Woche nochmals in weiterer Verhandlungsrunde diskutiert und erörtert worden ist. Aber auch, und darauf werden wir heute sicherlich häufig zu sprechen kommen, die Lieferkettenrichtlinie, die auf der EU-Ebene geplant ist und die dann ja dazu führen wird, wenn sie zustande kommt, dass das Lieferkettengesetz entsprechend geändert werden muss. Ich nehme jetzt nur kurz als Stichworte auf die Verordnung für entwaldungsfreie Produkte, die ebenfalls als Vorschlag der Kommission existiert und auch den Vorschlag der Kommission vom 14. September zum Verbot von Produkten aus Zwangsarbeit. Und vor 2 Wochen ungefähr ist in den Niederlanden ein Lieferkettengesetz offiziell ins Parlament eingebracht worden. Es gibt weitere Entwürfe in Belgien und Mexiko zum Beispiel. Es gibt aber auch noch anderswo diverse Initiativen. Dies soll nur einmal kurz einen Überblick geben darüber, dass es eben auch noch anderswo ähnliche Regelungen gibt und dass die verpflichtende Beachtung von Menschenrechten für Unternehmen jetzt immer stärker verrechtlicht wird und auch immer weiter zunehmen wird. Wer ist eigentlich ab wann betroffen? Das Lieferkettengesetz wird zum 1. Januar 2023 in Kraft treten, und zwar für die großen deutschen Unternehmen, nämlich solche mit mindestens 3.000 Beschäftigten. Ein Jahr später wird diese Schwelle dann herabgesenkt und es sind dann im Anwendungsbereich alle deutschen Unternehmen mit mindestens 1.000 Beschäftigten. Und wenn wir jetzt mal in die Zukunft gucken und davon ausgehen, dass die Richtlinie auf europäischer Ebene etwa so kommt, wie man das jetzt so in einem unverbindlichen Zeitrahmen sich vorstellt, dann könnte die Richtlinie etwa Mitte 2023 in Kraft treten und dann würde eine 2-jährige Übergangsfrist laufen, innerhalb derer dann die Mitgliedstaaten diese Richtlinie umzusetzen hätten und mit Ablauf dieser Umsetzungsfrist, also dann nach dieser Rechnung circa Mitte 2025, müssten dann die größeren Gesellschaften mit mehr als 500 Beschäftigten und einem weltweiten Umsatz von mehr als 150 Millionen Euro die Richtlinie anwenden und 2 Jahre später dann die Gruppe der kleineren Gesellschaften mit mehr als 250 Beschäftigten und einem weltweiten Umsatz von mindestens 40 Millionen Euro, falls davon mindestens die Hälfte in einem der Risikosektoren generiert wird. Das also ist so ganz grob,
das, was auf deutsche und dann auch EU-Unternehmen zukommt. Nicht hier im Schaubild habe ich erwähnt, dass auch Nicht-EU-Unternehmen, die also ihren Sitz in einem Drittstaat haben, unter bestimmten Umständen unter die Richtlinie fallen können. Worum geht es eigentlich beim Lieferkettengesetz? Frau Marlock hat es eben schon angesprochen. Es geht darum, dass Unternehmen verpflichtet werden, sich darum zu bemühen, bei sich und in ihren Lieferketten menschenrechtsbezogene und umweltbezogene Risiken zu verhindern und zu minimieren und, falls sie dann doch eingetreten sind, die Verletzung nach Möglichkeit schnell zu beenden. Das also ist der Kern des Lieferkettengesetzes und auch der geplanten EU-Lieferkettenrichtlinie und diverser weiterer Gesetze, die ich ja vorhin schon angesprochen habe. Was bedeutet das nun konkret? Das Gesetz hat einen Katalog von Sorgfaltspflichten eingeführt. Dazu gehört die erstmal sehr abstrakte Pflicht der Einrichtung eines Risikomanagements und in dem Zusammenhang auch die Festlegung, wer intern für die Überwachung des Risikomanagements zuständig ist. Stichwort Menschenrechtsbeauftragter. Dann sehr wichtig und im Moment für viele Unternehmen auch ganz oben auf der Agenda die Durchführung von Risikoanalysen, die müssen jetzt vorbereitet werden, damit sie dann ab 1. Januar unmittelbar auch unverzüglich durchgeführt werden können. Es ist auch geregelt die Pflicht zur Abgabe einer Grundsatzerklärung, wenn denn ein Risiko identifiziert worden ist. Außerdem müssen Präventions- und Abhilfemaßnahmen gegebenenfalls ergriffen werden. Es muss ein Beschwerdeverfahren bestehen, also es muss die Möglichkeit geben, für die eigenen Beschäftigten, aber auch für Beschäftigte von Zulieferern Verstöße gegen die Sorgfaltspflichten zu melden. Und das Ganze ist dann auch noch zu dokumentieren und darüber ist auch immer für das abgelaufene Geschäftsjahr Bericht zu erstatten. Das sind also die Pflichten und die werden sich nur marginal ändern durch die EU-Lieferkettenrichtlinie. Da gibt es natürlich im Einzelnen Unterschiede, aber das sind im Wesentlichen ähnliche Pflichten. Wichtig ist noch, diese Sorgfaltspflichten sind Bemühenspflichten und keine Erfolgspflichten. Das heißt, es gibt keine Pflicht. Man muss nicht dafür einstehen, dass in der Lieferkette niemals eine Menschenrechtsverletzung stattfindet, sondern der entscheidende Gesichtspunkt ist, Unternehmen sind in der Pflicht, alles im Rahmen des Möglichen und technisch gesprochen zu tun, um das zu verhindern. Aber es kann durchaus sein, dass eine Menschenrechtsverletzung stattfindet in der Lieferkette, aber die geschuldete Sorgfalt trotzdem erfüllt worden ist, sodass kein Verstoß gegen das Lieferkettengesetz vorliegt. Die Anforderungen an die Sorgfalt sind abgestuft. Das ist auch ein besonderes Merkmal des Lieferkettengesetzes, insbesondere auch im Vergleich zur geplanten EU-Richtlinie. Die drei Stufen sind eigener Geschäftsbereich. Dort gibt es die strengsten Pflichten, dann unmittelbare Zulieferer und schließlich die mittelbaren Zulieferer. Warum gibt es diese Abstufung oder woran kann man das erkennen? Der im eigenen Geschäftsbereich sind bei einer Verletzung von Menschenrechts- oder umweltbezogenen Pflichten sind die Verletzungen zum Teil unmittelbar und unverzüglich zu beenden. Und das ist eben bei Zulieferern nicht der Fall. Deshalb ist der eigene Geschäftsbereich hier die höchste Stufe. Und der Unterschied zwischen den unmittelbaren und den mittelbaren Zulieferern besteht darin, dass mittelbare Zulieferer, also diejenigen, die nicht mein Vertragspartner sind, aber dennoch Bestandteil meiner Lieferkette, dass Pflichten im Hinblick auf diese erst dann entstehen, wenn das betroffene Unternehmen Kenntnis von einem Risiko oder auch einer Verletzung
erlangt. Daher diese abgestufte Sorgfalt. Was droht bei einem Verstoß gegen das Lieferkettengesetz und die EU-Lieferkettenrichtlinie? Also zunächst mal gibt es Bußgelder in verschiedener Höhe. Da gibt es bestimmte Maximalgrenzen, auf die ich jetzt nicht näher eingehen werde. Wichtig ist aber, es kann unter Umständen auch ein Bußgeld erhoben werden von BAFA, das umsatzbasiert ist, und zwar bis zu 2% des weltweiten Umsatzes des betreffenden Unternehmens. Die zweite Säule der Sanktionen des Lieferkettengesetzes ist der Ausschluss von der Vergabe öffentlicher Aufträge für bis zu 3 Jahre, aber auch nur dann, wenn ein Bußgeld rechtskräftig verhängt worden ist, also nur on top und nicht allein. Die zivilrechtliche Haftung ist zwar nach dem Lieferkettengesetz ausgeschlossen, sie spielt aber dennoch eine Rolle, weil ein deutsches Unternehmen ja auch nach ausländischem Recht haften kann und weil beispielsweise auch der Vorstand oder die Geschäftsführung zivilrechtlich haften können, falls ein Verstoß gegen das Lieferkettengesetz zu einem Bußgeld geführt hat, dann ist jedenfalls mal denkbar, dass das Unternehmen Regress nimmt. Und diese zivilrechtliche Haftung ist jedenfalls nach unserer Auffassung nicht ausgeschlossen. Dann habe ich noch das Buzzword Naming und Shaming hier mit angeführt. Das gilt nur für den Fall, dass die EU-Lieferkettenrichtlinie so kommt, wie sie im Moment vorgeschlagen ist. Dort ist nämlich vorgesehen, dass Behörden, die Bußgeldentscheidungen treffen oder überhaupt Entscheidungen über Verstöße gegen die Richtlinie, diese Entscheidungen zu veröffentlichen haben. Und auch das ist ja eine nicht ganz unerhebliche Sanktion. Das Lieferkettengesetz bringt bestimmte Schwierigkeiten mit sich, und zwar aus verschiedenen Gründen. Zum einen deshalb, weil es viele unbestimmte Rechtsbegriffe enthält, wie zum Beispiel das Wort angemessen, das sehr häufig verwendet wird, oder das Wort erforderlich und weitere Stellen, die den Unternehmen derzeit Kopfzerbrechen bereiten. Und in diesem Zusammenhang ist natürlich ganz wichtig, dass die zuständige Behörde, das BAFA, sich nicht nur als Kontrollbehörde zeigt, sondern, und dazu ist das BAFA auch nach dem Lieferkettengesetz verpflichtet, Hilfestellungen für Unternehmen herauszugeben. Ich habe jetzt mal die 4 wichtigsten Veröffentlichungen hier hervorgehoben. Das sind die 2 Handreichungen zur Risikoanalyse und zum Beschwerdeverfahren hier ganz links auf der Folie und dann das Merkblatt für die Berichterstattung mit dem umfangreichen Fragenkatalog. All diese Veröffentlichungen sind umfangreich, aber hilfreich für die Vorbereitung. Und last not least, die Fragen und Antworten zum Lieferkettengesetz auf der BAFA-Homepage, deren Lektüre man nur empfehlen kann. Die werden auch immer mal wieder aktualisiert und geben wertvolle Hinweise dafür, wie die zuständige Behörde das Lieferkettengesetz auslegt. Und ich denke, da ist das BAFA auf einem guten Weg, auch wenn es für viele Unternehmen jetzt innerhalb der nächsten 1,5 Monate darum geht, Lieferketten gesetztauglich zu werden und immer noch viele offene Fragen bestehen. Wichtig ist, das Lieferkettengesetz erfordert keine einmalige Pflichterfüllung, sondern es ist laufend zu beachten. Insofern ist die Darstellung hier etwas eindimensional. Man müsste es eigentlich eher als einen Zauberwürfel darstellen oder als ein wildes Geflecht von Wechselbezügen unter den Sorgfaltspflichten, die sich gegenseitig verstärken sollen, wie das BAFA es immer wieder auch betont. Das heißt, es geht nicht darum, hier einmal Lieferkettengesetz tauglich zu werden, sondern es geht darum,
laufende Prozesse zu etablieren, die von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verstanden werden und auch gelebt werden und die immer mal wieder auf den Prüfstand kommen und aktualisiert werden müssen. Ja, das war's von meiner Seite zur Einführung in das Lieferkettengesetz und ich freue mich jetzt auf spannende Diskussionsbeiträge. Vielen Dank. Ja, ganz vielen Dank, Herr Schröder, für diese kompakte, aber umfassende Vorstellung des Lieferkettengesetzes, über das wir dann ja gleich noch ausführlicher diskutieren wollen. Vielleicht noch ganz kurz ein, zwei Vorbemerkungen von meiner Seite, bevor wir dann auch unsere Podiumsgäste dazu bitten. Wir haben ja schon unter anderem von Ihnen, aber auch in der Begrüßung von Frau Marlow gehört, dass ein wesentliches Ziel des Lieferkettengesetzes ist die Verbesserung der Menschenrechtssituation weltweit voranzutreiben. In der Einladung zu dieser Veranstaltung haben wir darüber hinaus, und natürlich werden wir in der Diskussion sicherlich auch über Menschenrechte diskutieren, haben wir darüber hinaus aber ja auch erwähnt, dass wir gerne auch ein bisschen darauf schauen möchten, inwiefern verbesserte Lieferketten auch eine Grundbedingung, eine Grundlage für eine nachhaltigere Entwicklung schaffen können. Und in diesem Zusammenhang möchte ich zumindest ganz kurz einmal die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen oder kurz die SDGs nach dem englischen Sustainable Development Goals noch zeigen für diejenigen, die von diesen Zielen vielleicht noch nicht gehört haben oder diese Ziele nicht so gut kennen, weil wir vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle in der Diskussion auf diese Ziele zu sprechen kommen werden, die im Jahr 2015 von den Vereinten Nationen beschlossen worden sind als eine globale Vision für eine bessere Welt, für eine bessere Lebensbedingung für alle Menschen im Jahr 2030. Und darunter befinden sich Zielsetzungen wie die Reduzierung von Armut oder die Überwindung von Hunger in der Welt, Zugang zu guter Bildung, Zugang zu guten Gesundheitsversorgungssystemen, mehr Geschlechtergerechtigkeit, die Reduzierung von Ungleichheiten insgesamt innerhalb von Ländern, aber auch global, ebenso wie ökologische Zielsetzungen, beispielsweise auch zum Klimaschutz, zum Artenschutz, und etwa auch ein Ziel 8, in dem es darum geht, dass alle Menschen Zugang zu menschenwürdiger Arbeit und zu Wirtschaftswachstum erhalten sollen. Und diese Ziele für nachhaltige Entwicklung und die übergeordnete Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen sind natürlich eng verwoben auch mit Menschenrechten. Und deshalb wollen und können wir das, glaube ich, in der Diskussion dann auch gar nicht trennen, wollen aber, wie gesagt, immer auch so ein bisschen darauf schauen, inwiefern verbesserte Lieferketten auch ja zu einer Grundlage für nachhaltige Entwicklung von Menschen auf der Welt werden können. Und ich hatte gerade schon das Ziel 8 beispielsweise angesprochen, menschenwürdige Arbeitsbedingungen, aber auch Ziel 12, verantwortungsvoller Konsum, verantwortungsvolle Produktion nimmt sowohl Unternehmen als aber auch Konsumentinnen und Konsumenten in die Pflicht und auch das hat natürlich ganz viel mit Transparenz und auch Transparenz mit Blick auf die Lieferketten natürlich zu tun, worüber wir heute sprechen werden. Das nur ganz kurz noch als Vorbemerkung von meiner Seite und ich möchte nun tatsächlich unsere Podiumsgäste dazu bitten, darum bitten, ihre Kamera anzuschalten. Ich freue mich sehr, dass wir heute mit Herrn Fabian Funke einen Bundestagsabgeordneten bei uns haben, der Mitglied im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe einerseits ist und gleichzeitig aber auch Mitglied im Ausschuss für Angelegenheiten der Europäischen Union und damit wirklich sehr geeignet ist, heute mit uns über das Thema Lieferkettengesetz und auch die Weiterentwicklung vielleicht auf europäischer Ebene zu sprechen. Ich freue mich sehr, dass wir mit Maren Leifka, auch eine weitere ja ausgesprochene Expertin für Lieferketten bei uns haben. Sie ist Referentin für Wirtschaft und Menschenrechte bei Brot für die Welt, darüber hinaus aber auch im Steuerungskreis der Initiative Lieferkettengesetz, die schon auch bevor es dieses Gesetz
oder bevor dieses Gesetz im vergangenen Jahr dann tatsächlich verabschiedet worden ist, für ein solches Gesetz geworben hat. Und ich freue mich sehr, dass wir mit Ansgar Lohmann, Bereichsleiter CSR und Nachhaltigkeit bei dem Unternehmen KIK, tatsächlich auch einen Vertreter aus der Wirtschaft bei uns haben und damit wirklich eine sehr kompetente Runde, glaube ich, haben, aber auch eine Runde, die sehr viel verschiedene Perspektiven einbringt. Und ich glaube, gerade darum wird es heute in der Diskussion auch gehen, diese verschiedenen Perspektiven miteinander in Austausch zu bringen und ja zu schauen, welche Herausforderungen, auch welche Chancen Sie jeweils aus Ihrem Blick mit dem Lieferkettengesetz verbinden. Ich muss an der Stelle darauf hinweisen, dass es uns leider heute nicht so ganz gelungen ist, eine ausgewogene Geschlechterparität auf dem Podium hinzubekommen. Dafür möchte ich mich an der Stelle entschuldigen. Das ist uns als Veranstalter eigentlich immer wichtig, das sicherzustellen. Manchmal gelingt es, manchmal leider auch nicht. Das werden wir beim nächsten Mal wieder versuchen, auch anders hinzubekommen. Freue mich natürlich trotzdem, dass Sie alle da sind und würde das aber als Anlass nehmen, dass ich Ihnen, Frau Leifke, auf jeden Fall jetzt gerne gleich das erste Wort geben würde und dann am Ende nachher auf jeden Fall auch das Schlusswort geben möchte. Und genau, ich möchte Sie, Frau Leifke, als erste fragen oder vielleicht noch zur Erklärung. Ich habe alle Podiumsgäste, die jetzt noch dazugekommen sind, im Vorfeld gebeten, ein Eingangsstatement vorzubereiten von maximal 5 Minuten und möchte als Erste nun tatsächlich Frau Leifke fragen, inwieweit das derzeitige deutsche Lieferkettengesetz aus Ihrer Sicht denn ausreichend ist und was aus Ihrer Sicht vielleicht auch aus der Sicht der Partner von Brot für die Welt oder anderer zivilgesellschaftlicher Organisationen, mit denen Sie im Austausch stehen, darüber hinaus vielleicht noch notwendig wäre, um die Situation entlang der Lieferketten tatsächlich noch weiter zu verbessern. Ja, vielen Dank für die Einladung und die Vorstellung. Und ich freue mich jetzt, Ihnen die Perspektive von Brot für die Welt auf das Lieferkettengesetz darstellen zu können. Brot für die Welt ist ja eine Entwicklungsorganisation, die sich weltweit für den Schutz von Menschenrechten und auch den Erhalt von natürlichen Lebensgrundlagen einsetzt. Und wir fördern dazu auch Projekte mit zivilgesellschaftlichen Organisationen in mehr als 80 Ländern weltweit. Und ganz viele dieser Organisationen arbeiten eben konkret mit Betroffenen von Menschenrechtsverletzungen und auch Umweltzerstörung in globalen Lieferketten zusammen. Vielleicht, ja, um mal ein paar Beispiele zu nennen. Also sie unterstützen eben zum Beispiel Indigene, die für den Bau von Windparks in Mexiko von ihrem Land vertrieben werden. Oder auch Menschen, die beim Bruch des Staudamms im brasilianischen Brumadinho Angehörige verloren haben. Oder eben auch Menschen, die in Sri Lanka oder anderen asiatischen Ländern unter unmenschlichen Bedingungen für Hungerlöhne in Textilfabriken schuften müssen. Und als Brot für die Welt sehen wir unsere Rolle auch darin, also zum einen eben auch, wenn hier deutsche Unternehmen beteiligt sind, dann sozusagen den Kontakt zu den Unternehmen herzustellen und uns eben auch an Dialogen über unternehmerische Verantwortung zu beteiligen. Und wir haben eben immer wieder festgestellt, dass solche freiwilligen Initiativen einfach eine sehr begrenzte Reichweite und Wirkung haben und haben uns eben deshalb von Anfang an sehr aktiv für die Verabschiedung des Lieferkettengesetzes, also als Teil der Initiative dafür, eingesetzt und die Verabschiedung grundsätzlich auch erstmal als sehr wichtigen Schritt in die richtige Richtung begrüßt. Und also insbesondere sehen wir darin eben einen Paradigmenwechsel. Also wir haben ja hiermit jetzt einfach eine klare gesetzliche Verpflichtung, die im Januar eben in wenigen Monaten in Kraft tritt, die zumindest für die großen Unternehmen mit mehr als 3.000 Beschäftigten gilt und sie eben dazu verpflichtet, Sorgfaltsmaßnahmen in Bezug auf menschenrechtliche und eben auch bestimmte umweltbezogene Risiken durchzuführen. Und
damit nimmt Deutschland ja eben Abschied von diesem Prinzip, was bis dato halt lange immer quasi so aufrechterhalten wurde, nämlich der quasi rein freiwilligen Unternehmensverantwortung für Menschenrechte. Also das schon immer, ja, man sozusagen auch als ich angefangen habe, bei Brot für die Welt zu arbeiten, es immer noch hieß, ja, Menschenrechte, das achten Unternehmen doch alle freiwillig und das läuft super. Und genau, davon, von diesem Mantra, sage ich mal, nimmt man ja jetzt mit dem Gesetz Abschied. Und das finden wir erstmal grundsätzlich sehr wichtig. Ich denke auch, dass das Lieferkettengesetz sehr gut dazu beiträgt, die internationalen Standards, die es ja im Bereich Wirtschaft und Menschenrechte gibt, zu konkretisieren und ja quasi näher zu bestimmen, was Unternehmen konkret an Schritten einleiten müssen und zum Beispiel eben auch durch die Definition von ja solchen menschenrechtlichen und auch umweltbezogenen Verboten auch um welche spezifischen Missstände in ihren Lieferketten sie sich kümmern müssen. Und was wir auch positiv finden, sind eben einzelne Vorgaben und Regelungen, die in dem Gesetz enthalten sind. Also beispielsweise, dass eben auch vorgesehen ist, dass Unternehmen geeignete Beschaffungsstrategien und Einkaufspraktiken implementieren. Das finden wir sehr entscheidend, weil ja gerade der Preisdruck, aber auch unrealistische Lieferfristen oder sehr kurzfristige Stornierungen von Aufträgen, also was man ja insbesondere am Beginn der Corona-Pandemie gesehen hat, eine wesentliche Ursache auch für Menschenrechtsverletzungen in Lieferketten sind. Und es eben deshalb ganz wichtig ist, dass auftraggebende, ressourcenstarke Unternehmen, die halt hier ihren Sitz haben, auch quasi ihre eigene Verantwortung wahrnehmen und das eben sich auch an ihren Einkaufsbedingungen widerspiegelt. Zudem, und das hatte Herr Schröder ja schon erwähnt, ist es ja nicht nur, dass hier sozusagen neue Pflichten für Unternehmen geschaffen werden, sondern es wurde auch für einen relativ starken Mechanismus zu deren Durchsetzung gesorgt. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle ist ja dafür zuständig und wird eben ab Januar 2023 kontrollieren, ob die Unternehmen ihre Pflichten einhalten. Und bei Verstößen drohen ja auch tatsächlich relativ einschneidende Bußgelder. Vielleicht zusätzlich an der Stelle noch, um einen Punkt zu erwähnen, den wir ja auch sehr wichtig finden, ist, dass Betroffene von Menschenrechtsverletzungen auch die Möglichkeit bekommen, einen Antrag beim BAFA zu stellen und das BAFA eben daraufhin auch tätig werden muss. Das ist schon auf jeden Fall auch gut, dass das so geregelt wurde. Und insgesamt sehen wir eben dann, also vielleicht auch nochmal zurückkommen auf das, was ich ja zu Beginn gesagt hatte, dass wir eben selbst in solchen Dialogprozessen immer gemerkt haben, dass man halt teilweise ja damit nicht weiterkommt, schafft dieses Gesetz ja schon quasi so eine Art rechtliches Empowerment auch für Betroffene. Also das heißt, während es sozusagen vorher so war, dass man quasi bei Verletzungen daran appellieren konnte, dass Unternehmen quasi freiwillig sich bemühen und den internationalen Menschenrechtsstandards gerecht werden, hat man jetzt quasi zumindest im Fall eben von den großen deutschen Unternehmen, die ja an das Gesetz gebunden sind, gerechtliche Vorgaben, auf die man sich berufen kann, auch in solchen Dialogprozessen und die man dann ja sogar, also wenn sozusagen auch das nicht weiterhilft, oder Verletzungen eben fortbestehen, auch gegenüber dem BAFA sozusagen zur Beschwerde bringen kann. Wir sehen aber auch, um darauf noch einzugehen, auch Schwachpunkte an dem Gesetz, was unserer Meinung nach natürlich auch unter anderem mit der ja sehr starken Einflussnahme von Wirtschaftslobbyverbänden zu tun hat und Verbesserungen, die es hier gegeben hat, sehen wir eben auch Schwachpunkte. Zum einen ist das, dass der Anwendungsbereich des Gesetzes ja ziemlich gering ist. Also es ist am Anfang eben erstmal nur für 900 Unternehmen in Deutschland direkt gelten wird. Und ja, das ist zum einen nicht im Einklang mit den internationalen Standards, die erstmal eine Geltung unabhängig von der Unternehmensgröße vorsehen und ja auch problematisch, weil natürlich auch kleinere Unternehmen an schweren Menschenrechtsverletzungen beteiligt sein können und gerade
in Sektoren, wo häufig Risiken auftreten, wie eben beispielsweise dem Textilsektor, eben auch viele Unternehmen diese Größenschwelle überhaupt nicht erreichen. Zum anderen sehen wir auch dieses Prinzip der abgestuften Sorgfalt, was Herr Schröder beschrieben hatte, sehr kritisch, weil das sozusagen eben auch nicht im Einklang ist mit diesem risikobasierten, proaktiven Ansatz der internationalen Standards im Bereich Wirtschaft und Menschenrechte, weil es von Unternehmen ja in der tieferen Lieferkette, also wo eben sozusagen das Gros der Menschenrechtsverletzungen und Umweltschäden droht, eben quasi ja nur verlangt, reaktiv tätig zu werden und beispielsweise auch ihre Risiken erst zu ermitteln, wenn sie eben schon Kenntnis von bestehenden Verletzungen haben. Und das kommt natürlich sehr, sehr spät oder zu spät, kann man auch sagen, weil gerade die Risikoanalyse ja dazu dienen soll, diese Verletzungen festzustellen. Und zudem, das, glaube ich, wird sich jetzt auch sozusagen in der Umsetzung zeigen, bringt das natürlich auch so Graubereiche mit, ne, wo dann die Frage ist, ja, wann hatte denn ein Unternehmen Kenntnis? Also die Grundlagen für Kenntnis aus der Gesetzesbegründung sind ja relativ weit. Aber ich glaube, das wird einfach noch zu viel Streit und Unsicherheit für Unsicherheit sorgen und sehe ich deshalb sehr problematisch. Und genau dann abschließend, was wir auch sehr stark kritisiert haben, ist eben die fehlende Regelung der zivilrechtlichen Haftung. Herr Schröder hat es ja gesagt, also nach dem Gesetz ist eigentlich die Haftung der Unternehmen erstmal ausgeschlossen. Und zwar haben wir quasi als Durchsetzungsmechanismus diese behördlichen Kontrollen, aber die haben ja klassischerweise die Funktion, eine präventive Funktion. Das heißt, wenn hier beispielsweise ein Bußgeld verhängt wird, dann hat eben eine Näherin, die jetzt irgendwie bei einem Fabrikbrand in ihrer Gesundheit geschädigt wurde, davon eben nichts. Und dafür hätte man eben eine Anspruchsgrundlage auf Schadensersatz für Betroffene schaffen müssen. Und genau, diese Rechtsschutzlücke, die es eben im globalisierten Wirtschaftssystem gibt, die wurde aber mit dem Lieferkettengesetz aufgrund eben auch des massiven Widerstands von Wirtschaftslobbyverbänden nicht angegangen. Ja, schließlich vielleicht noch als Ausblick, es wurde ja auch schon erwähnt, es gibt eben auch auf EU-Ebene einen Prozess für eine Lieferkettenrichtlinie. Das finden wir sehr entscheidend, also zum einen eben als Chance, um genau solche Lücken des Lieferkettengesetzes in Deutschland zu schließen. Die Bundesregierung oder der deutsche Gesetzgeber müsste dann ja eben auch eine schärfere Richtlinie beziehungsweise das Lieferkettengesetz an so eine Richtlinie eben anpassen. Und nach dem aktuellen Entwurf der EU-Kommission vom Februar diesen Jahres ist eben beispielsweise auch vorgesehen, dass die zivilrechtliche Haftung geregelt werden soll. Darüber hinaus ist aber natürlich eine Gesetzgebung auf EU-Ebene und perspektivisch international natürlich auch einfach wichtig, nicht nur um quasi ein Level Playing Field im Interesse von Unternehmen zu erreichen, sondern auch um eine ja möglichst umfassende Einhaltung von Menschenrechtsstandards in der Wirtschaft zu ermöglichen. So viel an der Stelle und genau, ich freue mich auf weitere Fragen. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Frau Leifker. Das waren jetzt schon sehr, sehr viele Aspekte, die Sie angesprochen haben. Sehr gut. Vieles davon können wir sicherlich dann später auch noch in der weiteren Diskussion aufgreifen. Ich möchte nun als zweiten Redner gerne Herrn Lohmann einladen, ein bisschen etwas dazu zu sagen aus Ihrer wirtschaftlichen Perspektive. Welche konkreten Auswirkungen hat denn das Lieferkettengesetz auch jetzt schon, bevor es quasi richtig in Kraft getreten ist, auf Ihre Arbeit bei KIK gehabt und wie bewerten Sie es bisher? Welche Chancen, welche Herausforderungen jetzt aus wirtschaftlicher Sicht bringt das Gesetz für ein Unternehmen wie KIK mit sich? Mache ich sehr gerne. Dankeschön, Herr Hasenkamp, und auch hallo und guten Abend auch in die Runde. Vielleicht fange ich einmal ganz kurz an und ich erkläre Ihnen einmal einige Fakten zu unserem Unternehmen. Wir sind eines der größten Textilunternehmen Deutschlands, haben fast 4.500 Filialen in 14 europäischen Ländern. Da sieht man halt schon den Flickenteppich vielleicht aufkommender Regulierung, was Herr Dr. Schröder gerade schon angemerkt hat. Das heißt also, wir müssen bei KIK einiges im Blick haben. Wir sind circa 30.000 Mitarbeiter in Europa, arbeiten im Textilbereich mit ungefähr 250
Lieferanten zusammen. Es wechselt immer halt von Jahr zu Jahr, mal kommen welche dazu. Manchmal fallen auch dann wieder halt welche raus. Und der Konzernumsatz liegt bei über 2 Milliarden Euro, den wir aktuell erzielen. Jetzt ist es bei KIK so, dass wir uns mit dem Thema CSR-Nachhaltigkeit schon seit einigen Jahren, geschweige denn schon seit einem Jahrzehnt beschäftigen. Das heißt, es gibt einen CSR-Bereich, der ist direkt dem CEO zugeordnet. Das heißt, mein direkter Chef, der Patrick Zahn, ist derjenige, an den ich berichte, sodass das Thema Nachhaltigkeit, Unternehmensverantwortung absolute Top-Management-Priorität in unserem Hause genießt. Das heißt, wir haben uns mit diesen ganzen Themen Einhaltung von Sozialstandards, Einhaltung von Umweltstandards, Brandschutz, Menschenrechte schon seit einigen Jahren beschäftigt. Ich möchte an dieser Stelle gerne einmal die Initiative des Bangladesch-Akkords hervorheben, das sicherlich eine einzigartige oder weltweit einzigartige Initiative ist, die die Menschenrechte in Bangladesch absolut verbessert hat, zur Verbesserung der Gebäudesicherheit beigetragen hat, wie wahrscheinlich keine zweite Initiative. Ist es so bei KIK, ich mache jetzt einmal den Schwenk zum Lieferkettengesetz. Wir hatten uns im Jahr 2015 glücklicherweise in das Konsultationsverfahren des NAPS mit einbringen dürfen, also des Nationalen Aktionsplans für Wirtschaft und Menschenrechte, sodass wir uns schon relativ früh auf die Anforderung vorbereiten konnten. Das heißt also, wir konnten relativ früh schon erfahren, wo liegen denn tatsächlich die Anforderungen und uns im Unternehmen, wie sagt man so schön, prozessual, also intern einmal aufstellen, was den internen Geschäftsbereich angeht, aber natürlich halt auch die ganz große Flanke, was halt die internationalen Lieferketten angeht. Wir arbeiten seit dem Jahr 2017 auch mit einer Unternehmensberatung zusammen, die spezialisiert ist auf das Thema Menschenrechte. Und wir hatten auch relativ große Erfahrung dort halt schon generieren können und haben auch eine Lückenanalyse und eine Risikoanalyse dann durchlaufen, sodass wir dann auch im Prinzip wissen konnten, wo ist denn der größte Nachbesserungsbedarf denn tatsächlich dann noch vorhanden. So, dann kam es zum Lieferkettengesetz dann. Sie hatten das ja gerade auch anmoderiert im letzten Jahr, sodass wir, ich würde das mal so sagen, summa summarum im Prinzip nicht allzu groß überrascht waren. Muss man ganz ehrlich so sagen. Wir hatten auch immer wieder Kontakt gehalten zu den relevanten Ministerien. Das heißt beispielsweise über Ausschussarbeit im Handelsverband oder halt über den Direktkontakt, sodass wir relativ nah auch immer wieder am Puls der Zeit waren. Wenn Sie mich jetzt konkret fragen, Herr Hasenkamp, wo liegen denn jetzt die größten Herausforderungen, beantworte ich Ihnen gerne. Ich würde schon sagen, dass das ganz bestimmt die Einrichtung eines weltweiten Beschwerdesystems ist. Das hört sich vielleicht relativ trivial an für den einen oder anderen, aber da steckt halt eine ganze Menge dort halt hinter. Sie müssen sich das so vorstellen, dass es in der Textil- und Bekleidungsbranche gibt es bisweilen noch keinen unternehmensübergreifenden Beschwerdemechanismus. Das heißt also, die Unternehmen gehen jetzt los und installieren oder sind auch schon lange losgegangen und haben jeweils ihren eigenen Beschwerdemechanismus in den jeweiligen Fertigungsfabriken, die für die Auftraggeber fertigen, installiert. Das führt in der Konsequenz dazu, und ich bin ungefähr 4 Monate im Jahr im Ausland, in Bangladesch, in Pakistan, wir sind in Indien und auch in der Türkei, das führt dann dazu, dass halt die Fabrikarbeiterinnen und Arbeiter konfrontiert sind mit 30 bis 40 verschiedenen Beschwerdemechanismen, die jetzt prominent proklamiert werden, die auch auf eine unterschiedliche Art und Weise angerufen werden können, ob das E-Mail ist, ob das Telefon ist oder ob das über Vermittlungspersonen geht. Das heißt also, es ist eine Vielzahl von Mechanismen, die jetzt dort drauf einprasselt. Das ist beispielsweise halt eine der unschöneren Auswirkungen auf unserer Seite. Wir hätten uns das doch halt gewünscht, wenn man sich in der Branche frühzeitig hätte zusammenschließen können, dass man auch halt hier wieder am Beispiel des Akkords über einen gemeinsamen Beschwerdemechanismus agiert, weil es natürlich am Ende des Tages so ist, dass in ein und derselben Fertigungsfabrik halt mehrere Auftraggeber, beispielsweise aus Deutschland, dann halt auch tätig sind und wir halt dann gemeinsam uns um die einzelnen Beschwerden dann halt kümmern. Das würde wiederum halt die Effektivität in der Bearbeitung steigern. Ich würde sagen, eine weitere große Auswertung oder Auswirkung war dann auch nochmal für uns die Erkenntnis zu sagen, dieses Lieferkettengesetz betrifft alle Abteilungen, alle Bereiche in einem Unternehmen.
weil es eben nicht so ist, dass halt nur ihre, aus unserer Sicht, die Handelsware mit eingeschlossen wird. Beispielsweise aus unserer Sicht sind das halt die Textilien, die wir weltweit beschaffen, sondern auch sämtliche Abteilungen, die sich halt mit der Nichthandelsware und mit der Beschaffung der Nichthandelsware dort beschäftigen. Sie müssen sich halt vorstellen, wenn Sie halt eine Filiale einrichten, dann brauchen Sie ein Bodenmaterial, Sie brauchen Beleuchtung, Sie brauchen bestimmte Präsentationsständer, Sie brauchen Präsentationsmaterial. Das heißt also, alle Lieferanten, die an diesem Prozess natürlich beteiligt sind, fallen da halt mit runter. Und das steigert natürlich halt dann die Anzahl der Lieferanten ungemein, geschweige denn halt von der Einrichtung eines konsolidierten Beschwerdemechanismus. Das ist natürlich auch eine Erkenntnis, da fühlen wir uns aber mittlerweile auch ganz gut aufgestellt, weil wir halt sofort losgelaufen sind im Juni des letzten Jahres und haben halt sofort Schulungen durchgeführt, Sensibilisierung, Awareness-Trainings halt mit sämtlichen Bereichen. Und das führt, wie gesagt, von der Kantine, können Sie sagen, über Fremdbetriebe, über Handwerkerbetriebe, die für unser Unternehmen tätig sind, natürlich halt auch, was die Lagerlogistik dort angeht, sämtliche ausländischen Vertriebsgesellschaften, die Nichthandelsware beschaffen, sind davon auch halt mit umfasst. Das heißt also, der Anwendungsbereich dessen intern ist halt sehr, sehr groß. Möchte ich aber jetzt nicht nur halt die leidtragenden Aspekte hervorgeben. Ich würde aber halt auch sagen, dass direkt von Beginn an hat das auch dazu halt geführt, dass das Unternehmen zusammengewachsen ist. Zusammengewachsen ist in bestimmten Disziplinen, ob das auf Ebene der Geschäftsführung war, ob das auf Ebene der Bereichsleiter oder der Abteilungsleiter halt war. Das heißt also, das ganze Unternehmen ist für dieses Thema Menschenrechte und umweltbezogene Aspekte sensibilisierter als je aufgestellt. Da bin ich natürlich sehr, sehr froh drum. Das heißt also, wir tun wirklich alles und wirklich alles dafür, dass es halt nicht zu einem Vergehen dort halt kommt. Bringt mich allerdings dann halt auch wieder sofort zum weiteren Thema, was wir halt auch nochmal als Herausforderung bei uns erachtet haben. Frau Leifke hat das Thema gerade angesprochen, das ist das Thema der tieferen Lieferkette. Das heißt, in der tieferen Lieferkette geht es natürlich halt darum, sämtliche Akteure, die an der Erstellung eines Produktes beteiligt sind, diese Akteure zu sensibilisieren für dieses Thema und natürlich auch zu kontrollieren. Und da sehen wir halt für uns die ganz große Herausforderung Stand heute, dass wir eben nicht so weit runtergehen können, bis auf das Baumwollfeld, so wie es natürlich vielleicht in der Perfektdefinition des Gesetzes halt zu lesen ist, weil wir halt doch die eine oder andere Hürde dort halt sehen. Weil manchmal ist es dann halt nicht so, dass uns unsere Vorlieferanten oder Vorvorlieferanten die Lieferanten dort halt benennen möchten, geschweige denn halt der Einfluss von KIK nicht immer so groß ist, dass wir halt von unseren Lieferanten erfahren, das sind sämtliche Akteure. Wir müssen sich das halt so vorstellen, dass halt die Kapazitätsauslastung, die wir bei den Fabriken halt tätigen, zwischen 10% und 20% maximal dort halt liegt. Das heißt also, eine komplette Beherrschung der Produktionsabläufe ist natürlich nicht das, was wir intendieren und der Fabrikant dann auch halt ohne weiteres auch nicht. Das führt natürlich dann halt zu, dass sie jetzt halt unbedingt nicht den größten Hebel haben. Deshalb halt auch hier wieder der Wunsch, wenn wir dazu hinkommen, halt das ganze Thema auf eine größere Basis dort zu stellen. Ich glaube, dass die Multi-Stakeholder-Initiative, in der wir tätig sind, das Textilbündnis, da mittlerweile auch den richtigen Weg beschritten hat. Gemeinsames Vorangehen, gemeinsame Hebelwirkung. Dann kommen wir auch weiter. Dann werden wir das auch schaffen. Stand heute sind wir da aber halt auch nicht. Deshalb würde ich schon sagen, in der kurzen Zusammenfassung, also einmal das Thema Beschwerdemechanismus, dass die Unternehmen jetzt einzeln losrennen, installieren ihren eigenen Beschwerdemechanismus, ist ganz, ganz bestimmt ein Manko, das es zu überdenken gilt aus unserer Sicht. Und auf der anderen Seite natürlich dann auch mal zu sagen, wie sind denn tatsächlich die ökonomischen Wahrheiten bestellt, um tatsächlich auf Deutsch gesagt ohne weiteres in die tiefere Lieferkette halt vorzudringen. Wir tun alles dafür, aber wir sehen natürlich irgendwo halt auch die bestimmten Grenzen. Was wir, und das möchte ich entschieden jetzt einmal betonen, sehr positiv finden an diesem Gesetz, ist der Umstand, dass es ein Level Playing Field tatsächlich bietet. Es gibt sehr viele Akteure in unserer Branche, die haben sich bisweilen um nichts gekümmert. Da sind teilweise auch Unternehmen, die beispielsweise jetzt nicht halt im ersten Jahr unter den Anwendungsbereich fallen, vielleicht auch nicht im zweiten Jahr. Und das sind halt die Unternehmen, die profitieren dann halt von den Anstrengungen, ob es im Bereich der Sozialstandards liegt, ob es im Bereich der Umweltstandards liegt, halt von den größeren
Unternehmen. Das heißt, da freuen wir uns halt über ein Level Playing Field, dass wir gleiche Voraussetzungen halt sehen und haben. Und natürlich halt das Thema Rechtssicherheit. Und Rechtssicherheit bedeutet, das Gesetz ist ja, ich sag mal, in der Regel, es ist ja sehr, sehr klar formuliert. Das heißt, die Unternehmen wissen schon konkret, was auf die Unternehmen halt zukommt. Und das sind doch, würde ich sagen, die beiden Attribute, die das von unserer Seite aus her sehr positiv konnotieren. Rechtssicherheit und Wettbewerbsgleichheit, das begrüßen wir. Gleichwohl sagen wir an dieser Stelle, und dann schließe ich auch gleich mein Eingangsstatement, dass es halt nicht reicht, ein Lieferkettengesetz auf deutscher Ebene zu belassen. Das heißt, wir wünschen uns, dass es zu einer europäischen Lösung kommt, dass diese europäische Lösung halt sehr, sehr schnell kommt. Auch hier wieder, wir sehen halt Trittbrettfahrer dort im Markt, auf der Vertriebsseite, auf der Beschaffungsseite. Und wir glauben halt schon, dass wir diese Lücke schließen können. Am besten wäre es halt sogar, zu einem globalen Gesetz halt zu kommen, zu einem globalen Lieferkettengesetz. Aber ich glaube, darüber diskutieren wir auch später. An dieser Stelle bedanke ich mich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank. Herr Lohmann, auch da ganz viele Aspekte drin, gerade auch das, was Sie zum Schluss nochmal angesprochen haben, die wir sicherlich in der Diskussion nochmal aufgreifen wollen. Möchte jetzt aber zunächst erst einmal Herrn Funke auch einladen, sich an der Diskussion zu beteiligen und möchte Sie ja tatsächlich mit Ihrem politischen Hintergrund fragen, wie ausreichend ist denn das bisherige deutsche Gesetz bisher? Aus Ihrer Sicht, wie reagieren Sie auf verschiedene Kritik, die aus unterschiedlichen Ecken aus der Zivilgesellschaft, auch von Unternehmen kommen? Ein bisschen was haben wir dazu ja gerade gehört. Und welche Bestrebungen gibt es in der Politik dann auch zur Nachbesserung, vielleicht auch auf deutscher Ebene, aber insbesondere, das haben wir ja schon auch gehört, indem man gemeinsame europäische Lösungen oder Wege findet? Ja, vielen Dank. Ich glaube, wenn wir über das Thema Lieferkettengesetze und auch Sorgfaltspflichten sprechen gerade, dann sprechen wir ja vor allem über drei verschiedene Gesetze bzw. Richtlinien oder dergleichen. Da haben wir einmal das deutsche Lieferkettengesetz, über das haben wir gerade schon ganz viel gehört, wo ich auch nochmal zwei, drei Stellen drauf eingehen möchte. Wir sprechen natürlich über die europäische Due Diligence-Richtlinie, die ja jetzt gerade in einem Kommissionsentwurf vorliegt und diskutiert wird, und wir sprechen gleichzeitig, da ist jetzt noch gar nicht so viel drüber geredet worden, finde ich aber insbesondere in dem Rahmen hier sehr, sehr wichtig, auch über den UN Treaty on Business and Human Rights, der ja quasi dann so ein Stück weit der Regelungsgehalt auf globaler Ebene ist, was ja sozusagen unter dem Aspekt auch Level Playing Field und umfassende Menschenrechte, umfassende Gewährleistung von Menschenrechten ja dann sozusagen nochmal interessanter ist, weil es eben auch eine globale Bindung hat. Und ich denke, dass alle diese drei Sachen in ihrem speziellen Form wichtig sind, um auch der besseren Achtung von Menschenrechten und auch Umweltrechten ein Stück weit näher zu kommen, alles mit seinen Besonderheiten und alles mit seinen Anwendungsbereichen, und möchte jetzt zu allen drei Dingen kurz was sagen. Einmal natürlich das deutsche Lieferkettengesetz, was ja bereits beschlossen ist und das hat Herr Schröder ja auch schon gesagt, am 01.01.2023 dann auch in Kraft tritt und auch greift und das BAFA dann auch mit der Durchsetzung des Ganzen beginnen kann. Wir haben dieses Jahr jetzt noch darauf verwendet, ein Stück weit auch die Voraussetzungen beim BAFA zu schaffen, also beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, um eben diese auch zu gewährleisten, dass das Gesetz durchgesetzt werden kann. Das hat dieses Jahr schon wahnsinnig viel Arbeit geleistet. Und auch das hat der Herr Schröder ja angesprochen im Bereich der Fragekataloge, der Handreichungen und dergleichen. Und ich finde, da hat sich auch gezeigt, dass die da einen guten Job gemacht haben. Also sicherlich bleiben da gewisse Unsicherheiten, bleiben da auch gewisse vielleicht Dinge, die sich noch Menschen wünschen. Aber ich finde im Großen und Ganzen, und das ist auch die Rückmeldung, die wir bekommen, auch von den Unternehmen, ist das schon sehr viel und sehr gut, was sie geleistet haben, damit die Unternehmen eben auch genau wissen, worauf sie sich richten müssen. Und es ist ja auch so, dass natürlich nicht gleich im ersten Jahr der Gültigkeit des Gesetzes es da losgeht mit einem Hagel von Sanktionen und dergleichen, sondern es eben vor allem erstmal darum geht, auch die entsprechenden Analysen zu treffen, die Lieferketten entsprechend zu betrachten und dabei auch vom Bundesamt für Ausfuhrkontrolle unterstützt zu werden. Und ich finde, das ist dann auch im Zweifelsfall genau der richtige Weg, weil dieses Gesetz zielt ja im Zweifelsfall, also natürlich in der Ultima Ratio, dazu auch ab, Unternehmen, die sich nicht daran halten, zu sanktionieren. Aber vor allem ist ja der Sinn dessen, dass auch mit der Unterstützung des BAFAs die Unternehmen in die Lage versetzt werden, sich eben ihre Lieferketten anzuschauen, die Gefahrenpotenziale zu erkennen, auch die Missstände zu erkennen, und eben auch ein Stück weit mit dem Druck einer Regelung an der Stelle auch die Voraussetzungen dafür zu schaffen, die zu beseitigen. Und ich finde,
die aktuellen Krisen, insbesondere Corona, aber auch der Krieg, aber auch andere Krisen auf dieser Welt, zeigen ja gerade, dass es auch für die Unternehmen ein Stück weit sogar eine Hilfestellung sein kann, weil wir eben sehen, dass natürlich auch Lieferketten, die entsprechend mit Menschen- und Umweltrechtsverletzungen behaftet sind, natürlich deutlich weniger resilient sind als andere. Und dementsprechend finde ich, neben dem ganzen Nutzen, den wir natürlich, und das ist das Prä dieses Gesetzes, den wir im Bereich des Menschenrechts und Umweltrecht, also Umweltschutzes haben, dass es auch von einer ökonomischen Sichtweise ein Stück weit ein neuer Weg ist, auch für Zukunft resiliente Lieferketten frei von Menschenrechten und Umwelt, also frei von Menschenrechtsverletzungen und Umweltverletzungen aufzubauen. Würde weitergehen, ach und dann war ja noch die Frage, was ja, also die Kritik daran, was jetzt ein Stück weit noch fehlt, vor allem aus der Zivilgesellschaft, auch von Frau Leifka, wo ich sagen würde, also uns ist durchaus bewusst, dass das sicherlich der Einstieg in diese ganze Thematik ist und würde da auch zustimmen, dass wir damit schon ein Stück weit auch eine große Reform der Art und Weise, wie wir die Durchsetzung von Menschenrechten im wirtschaftlichen Bereich betrachten, geschafft haben und dass wir natürlich an der einen oder anderen Stelle noch Dinge offen haben, die aber teilweise zumindest hoffentlich auch im Rahmen der EU-Richtlinie ein Stück weit verstärkt, geklärt und verbessert werden. Und es war ja nun auch, und das ist kein Geheimnis darum, dass wir lange gerungen haben, in der letzten Wahlperiode dieses Gesetz überhaupt zusammenzukriegen und dass es natürlich mit Kompromissen behaftet werden. Und da war die Frage von zivilrechtlicher Haftung sicherlich eine. Da ist auch die Frage von, wie tief gilt das und welche Unternehmen sind betroffener andere? Und wenn ich mir da so die europäische Richtlinie oder den Entwurf der Kommission angucke, dann sehe ich schon, dass da einige Sachen natürlich nochmal deutlich schärfer formuliert sind und dass das, wie ich finde, auch sehr, sehr gut ist, vor allem eben in denen, und da würde ich jetzt mal zwei Punkte herausgreifen, im Bereich zivilrechtliche Haftung, im Bereich auch von Klagewegen, auch im Bereich des Geltungsbereichs beim Umweltschutz. Und deswegen ist jetzt sicherlich natürlich die große Frage, die über allen steht, ist einerseits, also ist zusammenzubekommen, einerseits möglichst viel in diesem Gesetz drin zu haben, möglichst scharfes Schwert zu haben, Menschenrechtsverletzungen zu verhindern und gleichzeitig zu schauen, dass es für die Unternehmen leistbar ist. Also ich denke, das ist der Kompromiss, den wir an der Stelle immer ein Stück weit finden müssen und wo wir aber, denke ich, auch im Rahmen der EU-Gesetzgebung noch sehr viel Luft haben, da auch ein Stück weit Bereiche abzudecken, die wir in dem deutschen Lieferkettengesetz aktuell nicht abgedeckt haben, weil so ein Stück weit unsere auch notwendige Sicht auf die Unternehmen und des Leistbaren darf natürlich am Ende des Tages nicht dazu führen, dass wir an irgendeiner Stelle Schlupflöcher schaffen, wo Menschenrechte weiterhin nicht eingehalten werden, weil das vor allem ja auch nicht im Sinne der Unternehmen ist, die sich wirklich daran halten, die aktiv dafür arbeiten, diese Sachen zu verhindern. Und davon gibt es ja auf jeden Fall auch einige bis viele. Genau, dazu sind wir aktuell im engen Austausch zwischen Bundestag, zwischen auch Arbeitsministerium oder den Ministerien allgemein, die das ja auch im Rat verhandeln und den Europaparlamentarierinnen und bin da eigentlich aktuell durchaus positiv, wenn ich mir das also anschaue, dass wir am Ende da eine gute Gesetzgebung hinkriegen und da auch ein Level Playing Field zumindest im europäischen Raum schaffen, was auch eine universelle Gewährleistung, soweit dem Geltungsbereich das ermöglicht, der Menschen- und Umweltrechte ermöglicht. Letzter Punkt, weil es mir eben auch sehr wichtig ist, der Bereich UN Treaty. Insbesondere wichtig, weil dann sind wir eben auch wieder beim Bereich Level Playing Field und universelle Geltung von Menschenrechten, weil es eben eine globale Sache ist und weil das sicherlich natürlich die Zukunft sein muss, dass wir es überall schaffen, die Einhaltung von Menschenrechten zu gewährleisten. Auch da sehr, sehr gut aus meiner politischen Sicht, dass unsere Ampelregierung, die wir jetzt haben, da sich auch aktiver daran beteiligt, als die Vorgängerregierungen das getan haben. Ich finde, das ist sehr schön deutlich geworden, auch im Bereich der deutschen G7-Präsidentschaft, wo dieses Thema, finde ich, sehr ausführlich auch im Abschlusskommuniqué der Arbeitsminister und auch im Abschlusskommuniqué der Staats- und Regierungschef hervorgehoben wurde, dass wir dann eine aktivere Rolle spielen, auch sozusagen da Regelungen auf internationaler Ebene zu finden. Und ich finde, gerade so im Angesicht der aktuellen Herausforderungen, die wir in dem Bereich haben, ist es ganz, ganz wichtig, auch hier nicht nachzulassen, dran zu bleiben und eben auch für eine universelle Geltung von Menschenrechten und auch Umweltschutz sich einzusetzen. So viel vielleicht zu meinem kurzen Statement. Ganz vielen Dank, Herr Funke. Sie haben jetzt mit der internationalen Ebene geschlossen und deshalb würde ich fast vorschlagen, dass wir dabei auch noch ein bisschen bleiben, bevor wir dann im weiteren Verlauf der Diskussion natürlich auch nochmal stärker auf die Situation in Deutschland schauen. Aber wir haben mit Maren Leifka eine Person hier auch in der Runde, die jetzt vor wenigen Wochen, ich glaube vor 2 oder 3 Wochen, selber auch in Genf bei einer Verhandlungsrunde der Vereinten Nationen gewesen ist, wo es genau eben um ja, Ansätze auf globaler Ebene
gegangen ist, auch Menschenrechte entlang der Lieferketten zu adressieren. Und genau, bevor ich da jetzt selber irgendwelche Details nenne, vielleicht einfach an Sie, Frau Leifka, die Frage, ob Sie uns nochmal ein bisschen berichten können von dieser letzten Sitzung, aber auch dem ja der Ausgangssituation global. Welche Vereinbarung gibt es denn schon und an welchen Vereinbarungen wird da gerade noch gearbeitet? Ja, genau. Ich kann gerne kurz berichten. Also es gibt ja global seit 2011 schon die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte. Die sind quasi bis dato sozusagen der zentrale globale Konsens zu diesem Thema. Das sind allerdings, wie der Name ja auch schon sagt, unverbindliche Prinzipien. Deshalb gibt es schon seit 2014, zurückgehend auf eine Initiative von zwei Staaten des globalen Südens, nämlich Ecuador und Südafrika, vor dem UN-Menschenrechtsrat einen Prozess, um quasi sozusagen auf Grundlage dieser unverbindlichen Standards ein internationales Abkommen für Wirtschaft und Menschenrechte zu vereinbaren. Und in diesem Jahr fand, genau, wie Sie gesagt haben, Ende Oktober die achte Verhandlungsrunde dazu statt. In Genf sind da jedes Jahr die Verhandlungen. Und grundsätzlich geht es erstmal darum, das heißt sozusagen einerseits zu klären, zu was Unternehmen verpflichtet werden sollten. Ne? Also das ist dann sozusagen vom Regelungsgehalt sehr ähnlich, wie wir das mit den Sorgfaltspflichten im Lieferkettengesetz in Deutschland haben oder wie das jetzt auch im Rahmen des Prozesses für die EU-Lieferkettenrichtlinie diskutiert wird. Aber auch ganz zentral wirklich den Zugang zu effektivem Rechtsschutz für Betroffene sicherzustellen. Ich meine, das kann man sich ja vorstellen. Das sind also gerade, wenn man sozusagen so transnationalen Menschenrechtsverletzungen zu tun hat, das heißt, ein Unternehmen wird beispielsweise in einem anderen Land aktiv, da kommen Menschen zu Schaden. Das sind ja sehr komplexe Fälle, wo sich dann allein in den gerichtlichen Prozessen zum Beispiel hier, das kann Herr Lohmann sicherlich ja vielleicht auch noch aus dem Prozess, den es ja beispielsweise gegen Kik gab, berichten, die Frage stellt, welches Recht findet eigentlich Anwendung? Wie kann man die Beweise erheben, welches Gericht ist zuständig, all solche Fragen. Also dazu soll dieses Abkommen auch dienen, das zu klären. Ja, vielleicht noch kurz zur diesjährigen Verhandlungsrunde. Also genau, zum einen ist es natürlich so, dass die Rechtssysteme weltweit sehr unterschiedlich sind und auch sozusagen der Stand, wie sich Staaten schon mit diesem Thema befasst haben. Das heißt, es ist sicherlich keine leichte Aufgabe, da quasi sich auf einen einheitlichen Vertragstext zu einigen. Deshalb gibt es jetzt auch schon so viele Verhandlungsrunden, aber es gibt eben auch mittlerweile quasi schon ja einen konkreten Vertragsentwurf, über den jetzt eben auch wieder bei dieser Verhandlungsrunde debattiert wurde. Und da gibt es auch noch genau erhebliche Konfliktlinien, sage ich mal, aber jetzt immerhin auch einen sehr guten Ansatz, um da weiterzukommen. Es gibt jetzt nämlich quasi so eine sogenannte Friends of the Share-Gruppe. Also das ist eine Gruppe, die quasi die Verhandlungsleitung unterstützen soll. Sie ist eben besetzt mit Vertretern von Staaten aus den verschiedenen Regionen weltweit. Also zum Beispiel aus der EU sind eben Frankreich und Portugal daran beteiligt, aber eben auch andere Staaten weltweit. Und das soll sozusagen das Finden eines Kompromisses in Bezug auf so einen einheitlichen Vertragstext erleichtern. Und was man auch in diesem Jahr gesehen hat, war, dass es wirklich, nachdem jetzt auch die zwei letzten Verhandlungsrunden doch ziemlich quasi an einer mangelnden Beteiligung auch aufgrund von Corona gelitten haben, dass es eine große Beteiligung der Staaten gab und insbesondere auch Industriestaaten wie beispielsweise Australien, Japan, die haben sich zum ersten Mal daran beteiligt, aber auch die USA waren dieses Jahr jetzt quasi so zum zweiten Mal wieder sehr aktiv dabei, nachdem sie diesen Prozess lange ignoriert haben, dass man eben doch merkt, okay, also dieses Bewusstsein dafür, dass man so ein internationales Level Playing Field in dem Bereich
schaffen muss, wächst einfach und auch sozusagen dass die Bereitschaft der Staaten, sich eben dafür zu engagieren. Genau, so viel vielleicht als kurzer Eindruck. Ganz vielen Dank, Frau Leifka. Ich möchte diese Chance nutzen, jetzt einmal Sie alle auch im Publikum nochmal auf das Fragen- und Antwort-Tool, was Sie in Ihrer Zoom-Leiste finden, hinzuweisen und Sie ganz, ganz herzlich einzuladen, auch mit Ihren Fragen hier an unsere Podiumsgäste, die Sie in schriftlicher Form über dieses Tool stellen können, sich an der Diskussion zu beteiligen. Und wir freuen uns natürlich auf Ihre Fragen. Mit Blick darauf, dass die Zeit doch auch schon so ein bisschen fortgeschritten ist, möchte ich an der Stelle auch vielleicht Sie alle auf dem Podium für die weiteren Fragen, die jetzt noch folgen, gerne um möglichst kompakte und kurze Antworten vielleicht bitten, damit wir möglichst viele Fragen noch dran nehmen können. Ich möchte nochmal mich an Sie, Herr Lohmann, wenden. Sie haben es vorhin schon in Ihrer Einführung so ein bisschen angesprochen. Trotzdem vielleicht nochmal die Nachfrage, warum ist das so unglaublich schwierig, für größere Unternehmen wie auch KIK wirklich eine Transparenz entlang der gesamten Lieferkette sicherzustellen? Wie muss man sich so eine Lieferkette vorstellen? Wie viele verschiedene Akteure sind da irgendwie häufig involviert? Und dann, um vielleicht auch schon eine erste Frage hier aus dem Publikum, die gestellt worden ist, aufzugreifen, wie stellt KIK dabei sicher, dass wenn jetzt bei irgendeinem Zulieferer vielleicht Dinge zu beanstanden sind, nicht einfach dieselben Personen dann eine neue Firma irgendwie unter neuem Namen gründen. Also wie stellt man sicher, dass solche Schlupflöcher dann nicht genutzt werden können? Ja, danke schön. Vielleicht fange ich einmal nochmal an. Also wir haben die Vertragsbeziehung immer mit unseren Hauptlieferanten. Das heißt, wenn wir ein Bekleidungsstück kaufen, so schließen wir den Vertrag mit einer Bekleidungsfirma oder mit einer Produktionsfirma ab. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, dort wird der Nähprozess geht dort vonstatten. Das heißt also, aus der Rohware wird eine Umformung, passiert eine Umformung zu einem Fertigteil. Das heißt also, es gibt den Zuschnitt, es gibt dann die Näherei, es gibt die Verpackung und dann gibt es dann hinterher dann die Auslieferung. Vor der Näherei steht in der Regel die sogenannte Färberei. Das heißt, sind das andere Betriebe aufgrund der Spezialisierung. Und diese Betriebe befinden sich auch nicht zwangsläufig in ein und demselben Land. Weil in der Regel befinden sich die Färbereien wieder halt rum meistens in China oder beispielsweise in Indien. Vor den Färbereien stehen dann wieder die Rohwarenhersteller. Das sind entweder die Webereien oder die Wirkereien. Also dort, wo das Rohmaterial hergestellt wird. Wenn wir bei dem Beispiel der Naturfasern bleiben, haben wir vor den Webereien und vor den Wirkereien dann das Thema der Garnherstellung. Das heißt also dort, wo die Garne hergestellt werden, die halt dann wiederum für den Web- und Wirkprozess eingesetzt werden. Vor der Garnherstellung gibt es dann die sogenannte Entkörnung der Baumwolle. Das heißt also, da werden bestimmte Restanten, die halt an dem Naturprodukt der Baumwolle vorhanden sind, entfernt, damit halt die Reinheit, eine gewisse Reinheit garantiert ist. Und davor, das bringt mich dann wiederum halt zum Baumwollfeld. Das sind also verschiedene Akteure, 5 bis 6 Stufen, je nach verschiedenem Grad der Vertikalität. Das bedeutet, einige Betriebe sind beispielsweise vollstufig aufgestellt. Da finden Sie das Nähen, das Färben und das Wirken. Aber in der Regel ist es aufgrund der Spezialisierungseffekte der Ökonomie so aufgestellt, dass halt jeder das tut, was er am besten kann. Und noch halt dazu ist es halt, was ich gerade gesagt habe, und das halt dann in verschiedenen Ländern dann halt ebenfalls. Jetzt ist es so, dass wir sagen, wir schließen den Kontrakt mit unserem Vorlieferanten und wir möchten uns ganz gerne die jeweiligen Vorlieferanten halt offenlegen lassen, sodass wir wiederum die Möglichkeit haben, dort bestimmte Audits zu fahren. Denn Audits sind ein Mittel, um halt zu überprüfen, ob es halt dann dort zu bestimmten Menschenrechtsvergehen, Umweltvergehen denn tatsächlich entlang der Lieferkette kommt. So, wir kommen schon ganz gut runter auf die zweite Lieferantenebene, dort, wo die Nassprozesse passieren. Wir kommen auch zum Teil runter schon auf die dritte Ebene, das heißt auf die Herstellung der Rohware.
Darunter hinaus wird es unheimlich schwierig für uns. A, weil wir keine direkte Vertragsbeziehung haben. B, weil uns die Kontakte seitens unserer Vorlieferanten nicht gerne angegeben werden, weil der Vorlieferant Angst hat dafür, dass wir ihn ausschließen werden, also dass wir das Geschäft in Zukunft direkt machen. Und auf der anderen Seite aber auch dann für uns zu sagen, dass diese mangelnde Transparenz genau der Umstand ist, der uns dazu verleitet, dann eben vertragliche Fesseln dort zu machen. Das heißt also beispielsweise unsere Grundsatzerklärung für die tiefere Lieferkette verbindlich zu machen, wirkend zu machen, genau wie unseren Lieferanten-Code of Conduct. Das reicht aber nicht. Ich glaube, um dem effektiv vorzubeugen, muss man tatsächlich wirklich Präsenz zeigen vor Ort, ob das durch eigenes Personal passiert oder ob das durch bestimmte Prüffirmen passiert. Sondern dieser Rede kann Das soll an dieser Stelle keine Ausrede sein, aber das sind, ich sag mal, die Herausforderungen, von denen wir stehen. Vielleicht, wenn Sie mich im nächsten Jahr nochmal fragen, Herr Hasenkamp, sind wir schlauer. Vielleicht sind wir schlauer, sodass wir vielleicht tatsächlich wirklich die dritte Lieferkettenebene wirklich erschlossen haben, sodass wir vielleicht wirklich auch auf die vierte Ebene hervorgegangen sind. Wir hoffen natürlich, dass das Gesetz gerade diesen Umstand dort ändern kann. Wenn wir jetzt halt sehr viele Nachfrage haben aus Deutschland, was das Thema Lieferkettentransparenz angeht, dass wir tatsächlich final da auch hinkommen werden. Wir glauben auch, dass sicherlich das europäische Sorgfaltspflichtengesetz auch diese bestimmte Lücke dort hat schließen kann. Das ist im Übrigen auch jetzt kein Thema, wofür die Firma KIK steht. Das ist ein allgemeines Branchenthema. Das sind die Herausforderungen, mit denen wir auch tatsächlich halt im Textilbündnis dann weiter zu tun haben. Dann möchte ich ganz gerne nochmal die Frage dann aus dem Chat dann nochmal aufnehmen. Naja, also es ist natürlich so, dass vor Aufnahme einer Vertragsbeziehung wir den Lieferanten screenen auf Herz und Niere. Das heißt also, es gibt bei uns einen Prozess, der nennt sich Einlistungsverfahren. Das heißt, der Wareneinkauf darf nur einen Auftrag an einen Lieferanten hin platzieren, wenn wir tatsächlich sicher sind, dass dieser Lieferant auch wirklich die Standards aus dem Lieferkettengesetz tatsächlich erfüllt. Und es gibt darüber hinaus noch weitergehende Standards, Brandschutz, Umwelt, das geht nochmal sehr, sehr viel tiefer. Das heißt also, damit versuchen wir dann halt schon sicherzustellen, dass halt nur derjenige sich bei KIK bewirbt und nur derjenige einen Auftrag bekommt, den wir wirklich mit unseren eigenen Mitarbeitern tatsächlich vor Ort in den Beschaffungsländern auch gesehen haben. In einem zweiten Prozess ist es dann halt so, nach einigen Monaten, dass wir ein sogenanntes großes Audit dann halt fahren, umfassend auch wieder sämtliche Elemente aus dem Lieferkettengesetz. Das heißt also, da haben wir dann die zweite Stufe nochmal. Und wenn wir halt dann dort feststellen, dass es halt zu Vergehen kommt, dann ist es so, dass wir dem Lieferanten halt nochmal natürlich eine Chance zur Nachbesserung geben. Und so will es natürlich auch das Lieferkettengesetz. Jetzt kommt natürlich halt die große Frage, wie viele Nachbesserungschancen möchten Sie jetzt halt dem Lieferanten geben, der halt final dann doch nicht willig ist, beispielsweise den Mindestlohn zu bezahlen, der beispielsweise doch nicht willig ist, sich eine Rauchmeldeanlage zu installieren. Heißt also mit anderen Worten, wir überprüfen auf Herz und Nieren, und wenn wir ein Vergehen feststellen, gehen wir natürlich diesem Vergehen entschieden nach. Wenn es aber wirklich so ist, dass ein Lieferant, ob es jetzt beispielsweise eine Scheinfirma ist oder was halt auch immer, nicht gewillt ist, das zu machen, dann ist es dann tatsächlich so, dass wir dann die Geschäftsbeziehung beenden und nur durch eigene Mitarbeiter vor Ort, das möchte ich nochmal entschieden herausstellen, haben wir dann auch die Möglichkeit zu sagen, wir vermeiden dieses Thema der großen illegalen Unterauftragsvergabe. Da hat derjenige, der diese Frage in den Chat gestellt hat, absolut recht. Das heißt, das ist ein großes Thema, was halt bei uns dort vorliegt. Und da geht es dann halt darum, wirklich dann halt zumindest auf der ersten Lieferantenstufe und auf der zweiten herauszufinden, sind das wirklich die Akteure, die für KIK dort halt tätig sind? Also eigene Prüfungen, glaube ich schon, kann halt ein Mittel der Wahl halt hier sein. Vielen Dank, Herr Lohmann. Nochmal der Hinweis und die Bitte an alle um möglichst kurze und prägnante Antworten, damit wir noch möglichst viele Fragen drannehmen können. Herr Funke, ich greife nochmal eine Frage aus dem Chat auf. Sie haben ja unter anderem das BAFA, das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, schon angesprochen. Eine Frage, die wir hier gestellt bekommen haben, ist, wie Sie denn unterm Strich insgesamt die Durchschlagskraft des deutschen Gesetzes einschätzen, aber insbesondere auch die Umsetzung durch das BAFA. Also wie gut ist das BAFA aufgestellt, braucht da zusätzliche Unterstützung? Und auch, wie würde denn bei einem europäischen Lieferkettengesetz
Wer würde danach verfolgen? Was für Institutionen gäbe es dann auf europäischer Ebene? Also zur Ausstattung des BAFA muss man sagen, dass wir da natürlich wahnsinnig viel Vorarbeit schon geleistet haben. Das habe ich ja bereits angesprochen. Also natürlich haben wir da auch entsprechende Stellen zur Verfügung gestellt, um eben erstmal überhaupt die Voraussetzungen für die Durchsetzung zu schaffen, sprich eben Handreichungen, Fragenkataloge etc. etc. Beratung, und müssen jetzt natürlich kontinuierlich weiter auch ein Stück weit diese Teil des BAFAs ausbauen, um eben die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die richtige Nachverfolgung möglich ist und wir demzufolge auch den Zugriff an der Stelle haben, den wir brauchen. Ich habe so grundsätzlich zur Kenntnis genommen, dass sowohl auf Seiten der Unternehmen, zumindest mein Gefühl, als auch auf Seiten der Zivilgesellschaft ein deutlich größeres Zutrauen in das Bundesamt für Ausfuhrkontrolle und den Weg, den wir eben gewählt haben, es gibt, als das vielleicht noch vor ein, zwei Jahren der Fall war. Von daher nehme ich das eher mal als ein positives Zeichen wahr. Wenn wir uns jetzt das europäische Gesetz anschauen, setzen wir ja da eher auf zivilrechtliche Haftung. Das heißt sozusagen an der Stelle auch im Zweifelsfall auf Gerichtsprozesse. Da muss man sowieso dann mal schauen in der Ausgestaltung, auch wenn wir über die Anpassung des deutschen Lieferkettengesetzes bei Beschluss der EU-Richtlinie reden, wie wir das am Ende des Tages sowieso zusammenbringen. Ich glaube tatsächlich nicht, dass das ein riesengroßes Problem, sondern eher eine Chance am Ende des Tages ist, nämlich zeitgleich eine zivilrechtliche Haftung zu haben und zumindest in Deutschland auch eine Behörde zu haben, die gleichzeitig in der Lage ist, weiterhin auch dafür zu sorgen, dass die Unternehmen entsprechend A, eine Hilfestellung haben und B, im Zweifelsfall aber dazu auch freundlich aufgefordert bis gezwungen werden, da auch ihren Pflichten an der Stelle nachzukommen. Ich denke, das ist schon auch eine Notwendigkeit, auch damit sozusagen eine zivilrechtliche Haftung am Ende wirklich gut funktionieren kann und eben auch, gerade wenn wir darüber reden, auch beispielsweise über Safe-Harbor-Regelungen, das heißt, dass wir sozusagen Unternehmen auch belohnen wollen, die sich engagieren und nicht noch bestrafen wollen, auch dann ist es natürlich notwendig, dass wir starke Behörden im Hintergrund haben, die eben wirklich schauen, dass sich die Unternehmen auch entsprechend engagieren, sodass wir das nicht am Ende des Tages wieder als ein Schlupfloch haben. Wie wir das dann genau in anderen Ländern regeln, dazu kann ich jetzt noch nicht so viel sagen. Ich glaube, da muss man den weiteren Prozess der Verhandlungen erstmal abwarten, um dass man dann schauen kann, wie man genau das Ganze im Detail, auch gerade was die Frage von eben Behörden und Nachvollzug betrifft, am Ende des Tages bewerten kann. Vielen Dank, Herr Funke. Herr Schröder, ich möchte auch Sie nochmal in die Diskussion einbeziehen. Hätte direkt gleich zwei Fragen vielleicht an Sie mit Bitte um relativ kurze Antwort. Zum einen, um auch nochmal einen globalen Bezug herzustellen, haben wir ja vielleicht alle mitbekommen, dass jetzt gerade wieder die Klimaverhandlungen der Vereinten Nationen laufen. Das bringt mich nochmal zu der Frage, auch mit Blick auf das Lieferkettengesetz. Was genau, vielleicht können Sie das noch ein bisschen ausführen, steht denn in dem Gesetz drin zum Thema Umwelt und Klimaschutz? Welche Signale gehen hier in dem Bereich von dem Gesetz tatsächlich aus? Und eine zweite Frage wäre noch gerade auch an CMS gerichtet. Wir haben ja von Herrn Lohmann gehört, dass KIK sich da relativ gut schon aufgestellt sieht mit Blick auf das Lieferkettengesetz. Was ist so Ihr Eindruck, wenn Sie mit Blick auf weitere Unternehmen, brauchen jetzt keine Namen nennen, mit denen Sie im Austausch stehen, wenn Sie auf weitere Unternehmen schauen, geht das vielen so, dass sie sich selber da gut aufgestellt sehen? Oder gibt es doch viele, die davon regelrecht jetzt überrascht worden sind, auch wenn es ja eigentlich schon ein bisschen bekannt ist, dass dieses Gesetz jetzt in Kraft tritt demnächst? Ja, vielen Dank für die beiden Fragen. Ich versuche es kurz zu machen. Ich fange an mit der zweiten Frage. Wie sieht es bei anderen Unternehmen aus? Ich habe jetzt so in den letzten, ich würde sagen, anderthalb Jahren ja mit sehr vielen Unternehmen schon sprechen dürfen und sie beraten dürfen. Ich will nicht behaupten, dass ich jetzt einen repräsentativen Schnitt durch die Unternehmenslandschaft vor mir habe, kann aber eins ganz sicher sagen, es gibt zahlreiche Unternehmen, die das Lieferkettengesetz sehr ernst nehmen und die sich authentisch darüber Gedanken machen, welche Maßnahmen nun wirklich zu ergreifen sind, wie das Gesetz an bestimmten Stellen auszulegen ist und die auch schon zum Teil sehr weit sind. Andere stecken zum Beispiel noch in der Vorbereitung der Risikoanalyse, überlegen sich, welche Faktoren sie ansetzen und wie die Risiken gewichten und priorisieren.
und noch andere, die ich noch nicht kenne, aber von denen ich vermute, dass sie existieren, haben sich darum noch nicht gekümmert. Also da bin ich ziemlich sicher. Es gibt also wahrscheinlich ein sehr buntes Bild im Moment in Deutschland, wobei wir sagen müssen, die großen Unternehmen sind diejenigen, die jetzt ab 1.1.23 loslegen müssen. Und davon werden sicherlich die meisten mindestens in der Vorbereitung sein. Umwelt und Klima. Also die Umwelt ist im Lieferkettengesetz ja im Gegensatz zu den Menschenrechten eher schwachbrüstig geschützt, nämlich nur im Hinblick auf Quecksilber, persistente organische Schadstoffe und gefährliche Abfälle. Das ist ja ein relativ schmaler Anwendungsbereich. Der wird durch die europäische Lieferkettenrichtlinie nochmal etwas ausgeweitet werden, wenn sie denn so kommt. Das Klima wird im Lieferkettengesetz gar nicht angesprochen und ist allenfalls mittelbar geschützt. Ich gucke hier mal eben parallel in den Gesetzestext. Da geht es ja unter anderem um das Verbot der Herbeiführung einer schädlichen Bodenveränderung, Gewässerverunreinigung, Luftverunreinigung und schädlichen Lärmemissionen oder eines übermäßigen Wasserverbrauchs. Aber ehrlich gesagt sind das alles natürlich irgendwo Umwelteinwirkungen, aber das Klima selbst ist da nicht adressiert. Diese Nummer 9, die ich eben hier teils zitiert habe, die bringt das aber immerhin so ansatzweise zum Ausdruck. In der Lieferkettenrichtlinie nach dem Vorschlag der Europäischen Kommission sieht es anders aus. Das Klima ist zwar nicht Bestandteil der Sorgfaltspflichten, aber es hat doch einen prominenten Stellenwert, denn insbesondere hat die Unternehmensleitung bei ihren Entscheidungen auch den Klimawandel zu berücksichtigen und muss die Unternehmensleitung bei der Aufstellung von Strategieplänen den Klimawandel und die Erderwärmung um max 1,5 Grad berücksichtigen. Und außerdem kann es unter Umständen bei der variablen Vergütung von Geschäftsleitungsmitgliedern eine Rolle spielen, inwieweit das Unternehmen seine Ziele im Hinblick auf den Klimawandel erreicht oder nicht. Vielen Dank, Herr Schröder. Frau Leifka, ich würde vielleicht anschließend daran auch an Sie noch die Frage weitergeben wollen, wie Sie bei Brot für die Welt das sehen, ob oder wie Sie sich wünschen würden, dass stärker auch die Umwelt, insbesondere Klimadimension einbezogen würde noch in die Diskussion. Und dann, um vielleicht noch zwei Fragen aus dem Publikum irgendwie so ein bisschen zu verbinden, hätten Sie ein, zwei Beispiele dafür, wie eine Menschenrechtsverletzung entlang der Lieferkette konkret aussehen könnte? Und gibt es da dann auch entsprechende Bemühungen der jeweiligen Staaten, in denen das stattfindet, diese Menschenrechtsverletzungen zu verhindern? Ich weiß nicht, ob Sie dazu was sagen können. Ja, also zunächst zu der ersten Frage. Unsere Meinung ist, also insbesondere auch in Anbetracht der Klimakrise, die wir haben, dass natürlich auch diesbezüglich Unternehmen ihre Verantwortung übernehmen und Maßnahmen ergreifen und dass das ganz klar geregelt werden muss. Zudem ist es ja auch so, dass es eben auch einen starken Zusammenhang zwischen Klimaauswirkungen, Umweltschäden und Menschenrechtsverletzungen gibt. Und deshalb müsste es unserer Meinung nach eben umfassende umweltbezogene und klimabezogene Sorgfaltspflichten geben, die sich eben auf konkret auf den Schutz von Umweltgütern. Herr Schröder hatte ja gerade schon welche genannt, also Boden, Luft, Wasser beziehen. Ich finde es auf jeden Fall schon mal positiv, dass die EU-Kommission das Thema Klimaschutz in dem Richtlinienentwurf quasi explizit angeht.
Das sollte aber auch unserer Meinung nach weiter ausgebaut werden. Also wie gesagt, es ist ja so, das ist quasi jetzt ausgelagert aus den eigentlichen Sorgfaltspflichten. Es soll so ein Klimaplan erstellt werden. Es ist aber auch nicht so richtig klar, okay, wie konkret, was soll denn da konkret drinstehen? Wie wird das umgesetzt? Welche Sanktionen gibt es dann gegebenenfalls auch für Verletzungen? Also das könnte auf jeden Fall noch ausgebaut werden. Zu Menschenrechtsverletzungen in der Lieferkette und wie die Staaten damit umgehen. Also ich sehe da halt wirklich den Prozess für ein UN-Abkommen zu Wirtschaft und Menschenrechten ganz zentral. Das hatten wir ja schon angesprochen, weil das natürlich sozusagen Staaten weltweit in die Verantwortung nehmen würde, auch vor Ort in ihren Ländern Maßnahmen zu ergreifen, um solche Verletzungen zu verhindern und bestimmte Mindestarbeitsschutzstandards sozusagen einzuführen, wenn es sie noch nicht gibt, aber vor allen Dingen auch, eben auch durchzusetzen. Und diesen Anstoß dafür, also für Ecuador diesen Prozess anzustoßen, hat ja unter anderem auch damit zu tun, mit der massiven Ölverschmutzung durch den US-amerikanischen Konzern Chevron im Amazonas-Regenwald und sozusagen so diese Erfahrung, dass sich das Unternehmen eben daraufhin aus dem Land zurückgezogen hat, es nicht wirklich greifbar war, man eben deshalb auch quasi ja Kompensationsforderungen oder eine, also auch einfach sozusagen in Bezug auf Naturschutzmaßnahmen, die dann ergriffen werden mussten, nicht durchsetzen konnte. Und ja, genau, das vielleicht so als ein Beispiel, wie Staaten damit umgehen. Also ich glaube, es war auch eben wirklich eine entscheidende Motivation für Ecuador, sich diesbezüglich oder sich aufgrund der Erfahrung eben für dieses internationale Abkommen einzusetzen. Vielen Dank, Frau Leifka. Ich habe eine weitere Frage aus dem Publikum, die ich vielleicht erstmal an Sie, Herr Funke, stellen würde, aber zu der ansonsten vielleicht auch Herr Lohmann oder Herr Schröder noch was sagen könnten, je nachdem, wie sprechfähig Sie sich da jeweils sehen. Und zwar schreibt uns hier ein Zuschauer oder eine Zuschauerin, das kann ich auch nicht sehen, weil es eine anonyme Frage ist, dass sein eigenes oder ihr eigenes Unternehmen circa 1.500 Mitarbeiter europaweit und in Deutschland 800 Mitarbeiter hat und dementsprechend das Verständnis ist, dass das Unternehmen frühestens zum 01.01.2024 das Lieferkettengesetz umsetzen muss. Und nun ist aber die Frage, ich versuche es mal ein bisschen zusammenzufassen, wie man damit umgeht oder ob man damit rechnen muss, dass trotzdem von größeren Unternehmen, für die man als Zulieferer tätig ist, auch vorher schon gewisse Sorgfaltspflichten weitergegeben werden, ob das legal ist oder ob das sogar im Sinne dieses Gesetzes ist, so würde ich es mal zusammenfassen. Also für die Frage sozusagen an der Stelle der eher technischen Fragestellung würde ich mal in Richtung Herrn Schröder schauen und glauben, dass die Frage bei ihm besser aufgehoben ist. Gerne. Genau, kann ich sehr gut verstehen. Dann vielleicht Herr Schröder, ob Sie was dazu sagen können. Ja, also wenn ich die Frage richtig verstehe, ist die Frage, ob es sein kann, dass Zulieferer schon bevor ein Unternehmen gesetzlich verpflichtet ist zu menschenrechtlicher Sorgfalt, von diesem Unternehmen vertraglich verlangen kann, dass Sorgfaltspflichten eingehalten werden. Das ist eine einfache Antwort, das ist Verhandlungssache. Also das Unternehmen, das die Einhaltung der Sorgfaltspflichten von einem anderen Unternehmen, also A von B, verlangt, ist im Zweifel gesetzlich verpflichtet, sich zumindest darum zu bemühen, dass das Unternehmen B, sein Zulieferer, die Sorgfalt entsprechend einhält. Das ist ja der typische Fall, den wir jetzt auch in Deutschland ja auch schon erleben, bevor das Lieferkettengesetz in Kraft getreten ist. Und Unternehmen B muss sich dann überlegen, wie es dazu steht. Gesetzlich ist es nicht verpflichtet, dem zuzustimmen, und kann dann eben in die Verhandlung eintreten und sich überlegen, ob es diese Erwartungen so einhalten kann oder gegebenenfalls vielleicht in einer abgeschwächten Form oder wie auch immer. Es ist schlicht Verhandlungssache.
Vielen Dank, Herr Schröder. Herr Lohmann, nächste Frage an Sie, weil ich von Ihnen weiß, dass Sie in 5 Minuten los müssen. Ansonsten, wenn das für alle anderen in Ordnung ist, würde ich jetzt noch so 5 bis 10 Minuten irgendwie überziehen, damit vielleicht wir noch so 1, 2, 3 Fragen abarbeiten können. An Sie, Herr Lohmann, dann quasi schon die Abschlussfrage, aber auf jeden Fall. Was wären denn zum Schluss nochmal zusammengefasst Ihre Wünsche an die Politik, vielleicht nochmal dem Herrn Funke mit auf dem Weg gegeben? Gibt es irgendetwas, wo Sie der Meinung sind, da könnte die Politik noch nachbessern, Zertifizierung oder sowas schaffen, um Kick beispielsweise die Arbeit auch einfacher zu machen? Ja, danke. Herr Funke, ich würde Sie dann nochmal gerne so anrufen. Mir fallen jetzt ganz spontan, fallen mir zwei Themen ein. Ich fasse mich auch ganz kurz. Das erste Thema ist das, dass wir fühlen uns zum Teil in den Beschaffungsländern recht alleine gelassen. Das heißt also, wir würden uns wünschen, wenn die Pendants der deutschen Politik, beispielsweise das Auswärtige Amt oder das BMZ, darauf dringt, dass es natürlich nicht damit getan ist, dass deutsche Unternehmen bestimmte Standards abfordern von den Lieferanten, sondern was wir uns wünschen, ist halt den langfristigen Gedanken der sogenannten Nationalverstaatlichung. Das heißt also, die Lieferanten sollen jetzt nicht nur das deutsche Gesetz umsetzen, weil sie es umsetzen müssen, weil es halt im Interesse der deutschen Politik und der deutschen Unternehmen ist, sondern weil sie natürlich wirklich davon profitieren und halt dann die dortige Gesetzgebung entsprechend ändern mögen. Also das wäre, sage ich mal, ein großer Wunsch, den ich habe. Und der zweite Wunsch ist der, naja, da spitzt das Thema vielleicht sogar ein bisschen zu. Es gibt seit Juni des letzten Jahres in China, und das ist natürlich halt der größte Beschaffungsmarkt für die Textil- und Bekleidungsbranche, gibt es ein sogenanntes Anti-Sanktionen-Gesetz. Und dieses Gesetz besagt, wenn sich chinesische Lieferanten an ausländisches Recht halten, gibt es dort bestimmte Strafen. Das macht es natürlich nicht einfacher, was die Umsetzung des Lieferkettengesetzes halt in China angeht. Also da, mein Wunsch ist dann ganz konkret an Sie, Herr Funke, da in den politischen Diskurs entsprechend nochmal aufzunehmen, da halt mit den politischen Regierungsvertretern in den jeweiligen Ländern das Thema auch nochmal zu sensibilisieren, um bestmöglich halt dort auch zu einer Verankerung der dortigen Gesetzgebung zu kommen. Das wäre es in aller Kürze. Vielen Dank, Herr Lohmer. Dann vielen Dank an Sie auch schon mal für Ihre Teilnahme, dass Sie hier sich beteiligt haben an der Veranstaltung. Ich habe jetzt von Herrn Funke den Hinweis bekommen, dass auch er jetzt in wenigen Minuten weg muss. Deshalb würde ich auch ihm jetzt noch eine weitere Frage stellen aus dem Publikum. Wir haben ja jetzt schon so ein bisschen, ne, über globale Regelungen tatsächlich gesprochen. Hier gibt es aber noch explizit die Frage, inwiefern denn das deutsche Lieferkettengesetz vielleicht auch dazu führen kann, dass Regierungen anderswo auf der Welt motiviert werden könnten, so wie ich das verstehe, in der Frage nationalstaatliche Gesetzgebung vielleicht nach deutschem Vorbild zu schaffen. Wissen Sie, ob es da irgendwelche Bemühungen auch vielleicht seitens des BMZ etwa gibt, andere Länder dazu zu motivieren, ähnliche Gesetzgebung zu erlassen? Also das, zumindest teilweise überschneidet sich das ja so ein bisschen mit dem Wunsch von Herrn Lohmann an der Stelle, den ich in der Tat auch ausdrücklich teile. Es ist natürlich so, dass wir als Bundesrepublik Deutschland nur bedingte Möglichkeit haben, da sozusagen, und es ist ja auch gut so, in anderen Ländern da wirklich zu intervenieren. Ich glaube, dass der Weg an der Stelle, den wir gehen müssen, genau der ist, den wir haben. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, Herr Schröder, war das, oder Sie, Herr Hasen, am Anfang haben ja angesprochen, dass sozusagen die ursprüngliche Kritik an dem deutschen Sorgfaltspflichtengesetz ja war, dass wir damit mehr oder weniger einen Alleingang machen und sozusagen da auch das Level Playing Field ein Stück weit verletzen. Und eigentlich zeigt ja jetzt die Debatte der letzten Jahre, dass in einigen europäischen Ländern auch entsprechende Verpflichtungen getroffen wurden, dass wir die Diskussion über das europäische Lieferkettengesetz haben, dass wir an der Stelle eher Vorreiter waren. Dass es natürlich auch dazu geführt hat, dass es Debatten in anderen Ländern, gerade in Europa, über die gleichen Fragen geht. Und das sozusagen an der Stelle Vorreiter zu sein, eine Blaupause zu bieten und gleichzeitig auch das Thema präsent zu machen, die Möglichkeit zu schaffen und zu unterstützen, überall anders auch sozusagen sich auf diesem Weg für Menschenrechte einzusetzen. Das ist, denke ich, das, was wir an der Stelle am meisten tun können und auch tun sollten und auch ein Gesprächspartner dafür zu sein, gerade auch in den globalen Prozessen, die laufen. Ich denke, das ist das, was wir an der Stelle vielleicht auf diplomatische Art und Weise ein Stück weit tun können, um dieses Thema voranzubringen. Und dann muss man natürlich schauen, dass man das immer auch in Abstimmung mit den Partnerinnen und Partnern betreibt. Aber ich denke, das ist der Auftrag,
den wir da auch mitnehmen, den wir auch haben, den wir auch im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit, aber auch im Bereich des Auswärtigen durchaus vor uns hertragen und da auch aktiv sind. Ich denke, das haben die letzten Monate auch gezeigt. Vielen Dank, Herr Funke, für die Antwort und natürlich auch dann für die Teilnahme heute hier an dieser Veranstaltung und Ihnen danke dann alles für die Gute Einladung. Für die nächsten Termine. Ich würde jetzt vorschlagen, wenn das für Sie in Ordnung ist, dass ich noch eine Frage an Sie, Herr Schröder, richte und dann tatsächlich Ihnen, Frau Leifger, wie angekündigt, das Schlusswort gebe in dieser Veranstaltung. Wir haben tatsächlich noch zahlreiche Fragen auch aus dem Publikum, also hätten hier wahrscheinlich noch lange weiter diskutieren können oder könnten das auch noch mal in einer weiteren Veranstaltung diskutieren. Ganz viele auch sehr, sehr konkrete Fragen, die ich leider jetzt hier in dieser Runde nicht mehr alle stellen kann. An Herr Schröder jetzt, an Sie nochmal die Frage, um vielleicht auch nochmal so ein bisschen Richtung nachhaltige Entwicklung zu kommen, was jetzt dann doch gar nicht so stark in der Diskussion dabei gewesen ist. Inwiefern könnte denn das Lieferkettengesetz eventuell sogar kontraproduktiv sein, wenn jetzt bestimmte Unternehmen Menschenrechtsverletzungen oder vielleicht dann gerade in Zukunft auch Umweltverstöße in ihren Lieferketten feststellen, dass sie dann einfach die Geschäftsbeziehung zu einem Zulieferer beenden, anstatt irgendwie auf Veränderungen bei diesem Zulieferer hinzuwirken? Damit wäre das Unternehmen ja irgendwie sauberer als vorher in gewisser Weise, aber wäre damit wirklich etwas gewonnen mit Blick auf Menschenrechte, aber auch mit Blick auf nachhaltige Entwicklung? Ja, Sie sprechen im Grunde diesen Grundsatz Befähigung vor Rückzug an, den das Lieferkettengesetz ja in sich trägt, weil das Lieferkettengesetz sagt, dass nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen ein Unternehmen, das sorgfaltspflichtig ist, sich von einem Lieferanten trennen muss. Die Voraussetzungen dafür sind ziemlich hoch. Und der Grund ist eben genau der, den Sie angesprochen haben. Das Gesetz möchte die sorgfaltspflichtigen Unternehmen dazu motivieren, mit ihren Zulieferern zu arbeiten und die menschenrechtsbezogenen und umweltbezogenen Zustände bei den Zulieferern, die problematisch sind, zu verbessern. Es kann aber in der Tat sein, dass Unternehmen im Rahmen der Erfüllung ihrer Sorgfaltspflichten zu dem Ergebnis kommen, und das hängt natürlich von jedem Zulieferer individuell ab, dass die Arbeit mit dem betreffenden Zulieferer zu aufwendig erscheint, um am Ende des Tages vielleicht keinen Erfolg zu haben und man deshalb zu einem relativ frühen Zeitpunkt entscheidet, wir gehen, obwohl wir vielleicht noch nicht verpflichtet sind, schon jetzt aus der Geschäftsbeziehung und suchen uns alternative Lieferquellen. Und damit, das war ja auch im Gesetzgebungsprozess einer der Kritikpunkte, damit würde das Gesetz letztendlich sein Ziel wahrscheinlich verfehlen, wenn alle und immer so handeln würden. Denn dann würde das vermutlich nicht zu einer allgemeinen Verbesserung der Menschenrechtslage global führen, weil der Zulieferer dann im Zweifel so weitermacht wie vorher. Ja, vielen Dank, Herr Schröder. Wenn Sie dazu direkt noch auch Ihre Einschätzung teilen wollen, Frau Leifger, können Sie das natürlich auch gerne gleich noch tun. Ansonsten würde ich abschließend tatsächlich noch zwei Fragen an Sie weitergeben wollen. Zum einen haben wir aus dem Publikum noch mal die Frage bekommen, welche Branchen vom Podium als besonders risikobelastet gesehen werden. Und wir hatten von Herrn Schröder ja eingangs schon gehört, welche das nach europäischem Verständnis sind. Und da wäre dann die Frage an Sie, ob Sie diese Einschätzung, die dort getroffen ist, teilen würden oder ob Sie noch andere Branchen als besonders risikobehaftet sehen. Und dann haben wir gleich mehrere Fragen, die auch noch mal so ein bisschen in die Richtung gehen. Wie wahrscheinlich ist es, dass in Zukunft damit zu rechnen ist, dass vielleicht auch gerade mit Unterstützung der zivilgesellschaftlicher Organisationen, vielleicht auch Organisationen wie Brot für die Welt, auch mit Klagen gegen Unternehmen zu rechnen ist? Und auf welcher Basis das dann in Zukunft vielleicht passieren könnte? Ja,
Ja, vielen Dank für die Fragen. Vielleicht noch kurz meine Einschätzung zu der Frage, ist das jetzt sozusagen entwicklungspolitisch eher schlecht oder eher gut, solche Gesetzgebung? Also Herr Schröder hatte da ja schon ein sehr wichtiges Prinzip angesprochen, nämlich dieses Prinzip Befähigung vor Rückzug. Das heißt, die Unternehmen sind genau eigentlich dazu gehalten, sozusagen genau das Gegenteil zu tun, sich eben nicht zurückzuziehen, sondern in den Ländern sich um eine Verbesserung der Zustände zu bemühen und auch die Vorgaben, die das Gesetz macht, ne? Also beispielsweise höhere Preise zu bezahlen, seine Einkaufsbedingungen anzupassen. Das sind natürlich wiederum wichtige oder auch für vernünftige Arbeitsbedingungen, sich um deren Einhaltung bei ihren Zulieferern zu bemühen. Das sind ja alles sozusagen wichtige Grundbedingungen auch für eine nachhaltige Entwicklung in den Ländern. Deshalb genau, sehen wir das auf jeden Fall ganz klar, dass das sozusagen einen positiven Nutzen für die Entwicklung hat. Und zumal, also das möchte ich auch noch sagen, weil ich höre dieses Argument auch immer wieder von dem drohenden Rückzug. Das ist ja in ganz vielen Bereichen, also dass man jetzt irgendwie quasi sozusagen davon ausgehen könnte, dass das über so eine Gefahr des flächendeckenden Rückzugs besteht. In ganz vielen Bereichen ist das ja überhaupt nicht möglich, weil eben hiesige Unternehmen ja auch auf die Rohstoffe und Vorprodukte aus dem Ausland angewiesen sind. Und auch sozusagen der Vorteil von einer kostengünstigen Produktion im Ausland ja auch natürlich mit Lieferkettengesetzgebung ganz klar bestehen bleibt. Zu den beiden anderen Fragen, also welche Risikobranchen gibt es oder was sind Branchen, die besonders risikobehaftet sind? Es gibt da eine ganz gute Studie vom Bundesarbeitsministerium, die eben zu dem Ergebnis gekommen sind, dass es in Deutschland 11 Branchen gibt, die sozusagen zum einen eine besondere Relevanz für die deutsche Wirtschaft haben, aber eben auch mit besonderen menschenrechtlichen Herausforderungen zu tun haben. Ja, ich weiß nicht, es führt jetzt wahrscheinlich zu weit, die alle aufzuzählen. Ich glaube, es sind auch viele. Oh, meine Kamera ist ausgefallen. Ja, wir können Sie aber noch hören tatsächlich. Perfekt. Also es sind auch eben viele Branchen, die auch in den letzten Jahren quasi bekannt geworden sind über Skandale, die aufgetreten sind. Also beispielsweise die Textilbranche, die Autoindustrie, Maschinenbau. Genau, natürlich Branchen, die sehr stark international verflochten sind und auch sehr stark auf Vorprodukte, Rohstoffe aus dem Ausland angewiesen sind. Also ich glaube, das kann man so sagen, dass das sozusagen die Branchen sind, die eben besonders risikobehaftet sind. Und die EU-Kommission hat ja in ihrem Entwurf eben nur 4 Branchen aufgezählt, also unter anderem auch den Rohstoffbereich und den Agrarsektor. Und die hat sich eben da an den OECD-Guidances orientiert, die es gibt. Da würde ich aber auf jeden Fall sagen, dass das jetzt quasi keine umfassende Aufzählung der besonders risikobehafteten Branchen ist. Ja, und dann abschließend zu der Frage der Klagen. Das ist natürlich, also zum einen ist es ja so, dass jetzt die Möglichkeiten, die zumindest durch das Lieferkettengesetz in Deutschland geschaffen wurden, für Zivilklagen sehr, sehr begrenzt sind. Aber natürlich ist es gleichzeitig auch so, dass wenn jetzt irgendwie schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen unter Beteiligung deutscher Unternehmen auftreten, sich deutsche NGOs, die mit den Organisationen oder eben den Betroffenen zusammenarbeiten und diese unterstützen, sicherlich auch bemühen werden, hier Entschädigung einzuklagen. Genau, so viel vielleicht. Ja, dann ganz vielen Dank auch nochmal an Sie, Frau Leifgau, wenn wir Sie jetzt leider nicht mehr sehen können. Damit kommen wir dann wirklich jetzt zum Ende dieser Veranstaltung. Vielen Dank auch Ihnen im Publikum fürs Zuhören, fürs Fragen stellen. Wir hätten tatsächlich noch viele weitere spannende Fragen hier, zu denen wir jetzt heute leider nicht mehr kommen. Ich habe selber auch viel gelernt und ja, freue mich auf einen weiteren Austausch.
es finden jetzt in den nächsten Wochen auch noch ganz, ganz viele weitere Veranstaltungen von sowohl CMS Deutschland als auch von der DGVN statt, teilweise auch mit Bezug zu den Themen, die heute diskutiert worden sind. Da die herzliche Einladung, das ist im Chat geteilt worden, gerne auf unseren Webseiten zu schauen und gerne auch in Zukunft wieder bei einer unserer Veranstaltungen dabei zu sein. Vielen Dank. Auch von unserer Seite, von CMS-Seite, vielen Dank für das Zuhören, fürs Fragen stellen und an die Podiumsteilnehmerinnen und Teilnehmer ebenfalls ein großes Dankeschön für die Zeit und die vielen Gedanken. Einen schönen Abend an alle. Vielen Dank auch von mir und schönen Abend.